Ja, liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und wer auch immer so alles sich da rumtreibt, wir haben heute Abend ein Konfliktklärungsgespräch zwischen dem guten Louis und dem guten Dylan. Wir sind ja auch schon als Routineteam bekannt von den Verantwortungstreffs, immer samstags 18 Uhr. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß eigentlich noch gar nicht genau, worum es geht. Also ich bin als Friedensagent und Konflikthelfer mit eingeschaltet. Und ich glaube, also die Leute, mit denen wir jetzt hier heute Abend reden, haben zumindest vom Selbstanspruch her und von meiner Seite aus oder aus meiner Sicht auch durchaus von ihrer Kompetenz ein Level, dass wir ein Modellgespräch hinbekommen könnten für Konfliktklärungsprozesse. Okay, da der Louis derjenige war, welcher den Anstoß gegeben hat und das Anliegen auch für diese Konfliktgespräche geäußert hat, gebe ich ihm das Wort. Wir machen es immer erstmal 3 Minuten jeder. Also das heißt, Louis fängt an, dann Dylan und dann geht es normalerweise hin und her zwischen Louis und Dylan und ich greife ein, wenn ich denke, dass moderatorisch was zu machen ist. Alles klar, ich gebe an Louis. Danke sehr, es ist auch keine große Sache, aber da der Dylan im Laufe unserer Gespräche zu der Formulierung kam, bei der kleinsten Geschichte sofort das Konfliktdingsbums, Klärungsdings einschalten, weil sonst, ist es zu riskant, dachte ich mir, ja gut, lass uns das mal machen. Und interessant war dann auch noch, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das mehrfach gesagt habe, immer gesagt habe, dass ich da gerne also Gesprächsbereitschaft signalisiert bekäme. Vorhin hat der Dylan ja auch noch bei der Beschreibung, wie ein Plenum funktionieren würde, gemeint, mit den vorteilsbringenden Irrtümern oder generell Irrtümer, die jemand haben könnte. Ich weiß nicht, ob wir heute dazu kommen, aber das wäre auch nochmal interessant. Jedenfalls die Sache, um die es mir geht, also wir haben das schon mal so 90%ig geklärt oder 70, aber ich dachte mir, ja, wenn du das immer so wieder so schön sagst, dann machen wir es doch ganz golden. Also es war so, ich glaube, bei der ersten Sendung, wie du es nennst, also halt irgendeine Art von Zoom-Konferenz oder ein vergleichbares Tool, zu dem du mich eingeladen hast, Dylan, hast du per E-Mail angekündigt, dass du wenige Minuten vor dem Termin eine E-Mail schicken würdest mit dem Link oder sowas. Und dann war da keine E-Mail. Und dann hast du aber bei der nächsten E-Mail irgend sowas geschrieben wie ganz, ganz wichtig, immer die E-Mails gründlich lesen. Und ich habe halt die E-Mail daraufhin 2-mal gelesen und habe halt schon beim ersten Überfliegen mir gedacht, ja okay, also der Link ist hier halt nicht wie angekündigt. Und nach dem zweiten gründlichen Lesen habe ich festgestellt, ja gut, hier ist kein Link und es ist nicht passiert, was angekündigt wurde. Und anstatt Verantwortung zu übernehmen, wurde so getan, als hätte ich nicht gründlich gelesen. Und als ich dann versucht habe, das anzusprechen, kam nicht die Reaktion, ah ja, krass, okay, klar, habe ich irgendwie was gesagt und das dann anscheinend vergessen und irgendwas anders gemacht, was ja kein großes Ding war. Sondern für mich war halt, ich weiß nicht, es kam dann irgendwas Unklares, was die Sache unter den Tisch fallen hat lassen. Und es war ja auch nur eine ganz kleine Sache, aber war eben, war nicht logisch und nicht so, dass es vertrauensfördernd war, sondern halt in dieser Mikrodimension, in der sich das abgespielt hat, war es vertrauensmindernd. Seitdem sind ja viele schöne Sachen passiert, besonders sympathisch finde ich dieses Tschüss am Ende, das klingt sehr herzlich. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass wir das jetzt auch sehr schnell bearbeiten und somit gehe ich an Dylan. Ja, das waren ja jetzt fast genau 3 Minuten. Jetzt starte ich die Uhr für mich. Ja, also das habe ich so verstanden, wie
Das ist sozusagen so der Vorwurf, dass ich eventuell gegen eine Regel verstoßen haben könnte, die sicherlich überall existent ist, nämlich die Regel, dass man einem anderen nicht unberechtigt etwas vorwerfen soll, was es gar nicht vorliegt. Jetzt ist mir halt nochmal klar geworden, da ich mich nicht mehr genau an die Situation erinnere, dass es natürlich auch noch immer in diesem Fall auch eine ganz einfache dritte Möglichkeit gibt, die das Ganze auch auflösen kann. Also es war halt einfach Folgendes, dass ich in unserem E-Mail-Sende-Ordner eine geschickte E-Mail hatte, in der offensichtlich irgendwas drin war, was sozusagen, oder eine Information drin war über den Abend oder was auch immer, auf jeden Fall eine E-Mail, die irgendwie über die Situation jedenfalls informiert hat. Jetzt ist mir aber klar, es ist ja nicht immer gesagt, dass diese E-Mails ankommen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich jetzt einfach unterstellt, dass jede E-Mail, die bei uns rausgeht, auch automatisch irgendwo ankommt. Ich habe es aber jetzt ja auch schon öfters erlebt, dass das gar nicht immer der Fall sein muss. Ich glaube, ich habe auch manchmal E-Mails von anderen nicht bekommen, die sie eigentlich losgeschickt hatten. Und genauso ist das auch ja bei uns möglich. Und diese Möglichkeit habe ich gar nicht in Betracht gezogen, sondern habe nur gedacht, quasi, wenn bei uns was im Sendeordner ist, dann ist es bei dem anderen da. Das muss aber ja nicht der Fall sein. Und insofern habe ich vielleicht fälschlicherweise unterstellt, dass irgendwas nicht gründlich genug gelesen oder gesichtet worden ist oder nicht gründlich genug im Spam-Ordner gesucht wurde nach neuen Mails oder so. Auf jeden Fall, ja, kann ich jetzt gut nachvollziehen, dass das angekommen sein kann zu Recht als unberechtigter Vorwurf. Also wir können so sagen, ich sehe diese neue Möglichkeit, dass einfach vielleicht da irgendwas von uns zwar irgendwo hin rausgegangen ist, aber eventuell nicht angekommen ist. Wobei ich höchstens noch die Möglichkeit sehen würde, die Frage stellen würde, Luis, guckst du auch immer im Spam-Ordner sozusagen nach Nachrichten? Denn das mache ich immer routinemäßig, weil da oft sich wahre Schätze verbergen, nämlich Mails, die eigentlich hätten ankommen sollen, die aber aus irgendeinem Grunde im Spam-Ordner gelandet sind. Ne? Also insofern würde ich sagen, ja, vielleicht insgesamt löst sich das Ganze auf als ein Missverständnis, dass ich fälschlicherweise unterstellt habe, dass was bei uns im Sendeordner ist, auch wirklich immer ankommen muss. Und das ist nicht der Fall. Das habe ich auch mittlerweile mitgekriegt. Ja, ich gebe weiter. Dankeschön. Okay. Ich greife mal kurz eben ein als Moderator. Ich erinnere mich an so eine Situation, ich glaube, wir haben ja auch drüber geredet zum Teil, Louis. Also ich kann auch bestätigen, dass da mal so eine Situation war, wo du gemeint hast, wir sollten genauer gucken. Und ich hatte es auch nicht unter meinen Mails, weder Eingang, Posteingang noch Spam noch sonst wo. Also insofern weiß ich zumindest jetzt auch schon mal, was gemeint ist, was der Louis da anspricht. Und die Möglichkeit, die du denen ansprichst, die ist natürlich auch gegeben. Also ich habe auch schon Mails verschickt, die aus komischen Gründen nicht angekommen sind. Okay, an Louis wieder. Okay, ja, danke. Also die Antwort fühlt sich gut an. Und ich bin nicht tausendprozentig sicher, dass ich genau zu dieser Situation in den Spam-Ordner geguckt habe. Ich schaue da auch, sage ich mal, regelmäßig rein und lösche ihn dann. Mir ist letztens sogar erzählt worden, also mein Hauptmail-Dingsbums ist mail.com und das kommt nicht unbedingt bei allen Menschen an und mir wird aber keine, es gibt ja dieses Mailer-Daemon oder so, das angezeigt wird, wenn die Nachricht nicht zugestellt werden konnte. Und scheinbar ist mail.com so eine unseriös wirkende Plattform, dass sich so viele Mail-Anbieter, Gmail, GMX, also lauter in Anführungszeichen seriöse, haben dann scheinbar, hat mir mein Kumpel erklärt, haben dann so einen Automatismus, dass von unseriösen
Mail-Plattformen das nicht ankommt. Und also mein Kumpel hat mir dann eine Mail geschickt und auf die Mail habe ich geantwortet. Und dann hat er das gesehen und dann hat er auch die anderen Mails gesehen. Also das könnte quasi auch eine Erklärung sein, nur mal rein theoretisch, vielleicht nicht für unsere Situation, warum man nicht benachrichtigt wird, dass die Mail nicht fehlgeschlagen ist. Ja, also viele Möglichkeiten, wie man da aneinander vorbei kommunizieren kann. Das ist gut, diese Möglichkeit zu kennen und natürlich auch davon auszugehen, bevor man stinksauer wird und so weiter, dass es noch unbekannte Möglichkeiten gibt, was da schieflaufen kann. Wie gesagt, danke für die coole Reaktion in dieser Kleinigkeit. Und ja, also von meiner Seite aus war es das dann theoretisch. Wir können, ich nehme an, der Öffi hat ja immer Zeitdruck, speziell mit Familie zu dieser Abendzeit und so. Irgendwann fände ich schön, wenn wir diese, was sind so Irrtümer aus meiner Sicht? Da war ja zum Beispiel offen, was du meintest, ob ich dir irgendwas Wertvolles aus der Esoterik nennen kann. Kann ich oder möchte ich bei Zeiten gerne versuchen. Zum Beispiel. Das war's, danke. Also, ich hake wieder ein als Moderator. Der Rest der Familie ist gerade auf Spaziergang gegangen, also zumindest bis sie wieder da sind. Also, ich habe ein bisschen Luft, weil ja eigentlich gedacht war, jetzt gibt's was auch ein bisschen länger dauert. Also, wenn ihr noch genug Energie und Zeit auch habt, also im Moment könnt ihr das ausnutzen, dass es bei mir nicht auf Kosten der vielleicht dann sich beschwerenden Familie geht. Ja, dann würde ich doch Folgendes vorschlagen, dass wir jetzt eben, dass du vielleicht dann diese Frage so stellst, so mit diesen, oder wir können das natürlich auch uns alle drei stellen, als Gesamtkommune sozusagen, wo hat irgendjemand die Vermutung auf irgendwelche Irrtümer im Kopf des anderen eventuell noch, dass wir uns gegenseitig, also Hilfestellung sind bei dem sozusagen Hinterfragen des eigenen Weltbildes und damit die sozusagen die Persönlichkeitsentwicklung in Richtung Befreiung von den Einfluss des Kapitalistischen in unserer Psyche sozusagen dran arbeiten können, sozusagen. Ja, das ist, können wir gerne einsteigen. Und wie seht ihr das? Wie sollen wir loslegen? Wer hat vielleicht etwas? Luis, hättest du eine Idee, was du sagen könntest, wo du meinst, dass ich mich vielleicht irren könnte? Oder wie können wir loslegen? Du meintest ja mal, Dylan, dass du die Esoterik für völlig wertlos hältst und ich soll dir beweisen oder so. Genau, das können wir doch nehmen, ja, dass du sagst, was du für wichtig hältst und ich dann zum Beispiel wieder versuche, was ich meine, was da bei dir ein Irrtum sein könnte. Ja, so könnten wir ja vorgehen. Ja, dann würde ich für dich jetzt mal die ersten 3 Minuten anstellen. Super. Und ich höre es dann piepsen, nehme ich an, ja? Ja, oder ich halte dann die Uhr ans Telefon. Ne? Perfekt. Also, dann bitte loslegen. Okay, also ich habe Gedanken durch esoterische Literatur kennengelernt. Möglicherweise haben die anderen Menschen auf anderen Wegen kennengelernt, aber da ich sie auf dem Weg kennengelernt habe, scheint mir Esoterik nicht pauschal wertlos. Und zwar ein besonders toller Gedanke aus Gespräche mit Gott. Ich glaube, Donald Neil Walsh. Und da hat er die These oder die Fantasie nachzudenken angeregt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt haben alle Seelen bei Gott gewohnt. Es gab nur Licht, nur Liebe, keinerlei Schwierigkeiten. Alles war toll. Und die eine Seele hat sich gedacht, Mensch, ich würde voll gern Vergebung lernen. Aber da hier jeder fehlerfrei lebt, ist mir das nicht möglich. Was kann ich nur machen? Ich bin so traurig. Dann hat die andere Seele gesagt, hey, weißt du was? Ich opfer mich. Wir beide inkarnieren auf der Erde. Und dann, damit du das lernen kannst zu vergeben, werde ich dir was richtig Schreckliches antun. Aber vergiss auf keinen Fall. Ich mache das nur, damit du Vergebung lernen kannst. Nicht, weil ich dir was Schreckliches antun will an sich.
Und die andere, die erste Seele war super krass dankbar und Juche. Und ja, das ist ein extrem wertvoller Gedanke, finde ich. Man kann nicht ausschließen, dass wir solche Deals geschlossen haben, aufgrund deren wir uns so komisch verletzen oder behandeln. Bei Bedarf kann ich noch eine zweite schöne Idee teilen. Aber ich lasse das erstmal stehen. Danke. Ja, dann antworte ich mal gerade, indem ich sage, ich habe zufällig dieses Buch mal geschenkt bekommen von jemandem, der auch so als ehrenamtlicher Helfer mitgeholfen hat, auch beim Weltrat und bei Next Scientists for Future. Also sogar wir lassen sind da schon sehr tolerant. Aber ich habe dieses Buch dann so quer gelesen und habe es als 100%ige Zeitvergeudung empfunden, weil es für mich nichts mit irgendwelcher konkreten Dingen, so wie wir es gerade zum Beispiel gemacht haben, Konflikte ansprechen, wo ich dann vielleicht so noch so den Schlusssatz vorhin hätte sagen sollen. Ich lerne daraus, in Zukunft niemals einfach zu unterstellen, dass wenn bei uns was im Sendeordner ist, das muss nicht automatisch bedeuten, dass es auch wirklich angekommen sein muss. Und das lerne ich daraus aus diesem Konfliktlösungsgespräch und eben aus diesen Gesprächen mit Gott war für mich so, ja, das ist sozusagen, habe ich halt erlebt als ein extremer Rückschritt raus aus dem Konkreten, raus aus der Realität dessen, was ist, Konfliktklärung und so weiter. Oder eben für Kommunen. Ich habe ja mittlerweile im Forum noch eine neue These aufgestellt. Ich bin ja der Meinung, ich habe ja ganz knallhart eine Äußerung gesagt. Ich habe ja ganz knallhart gesagt, außer durch die Supervision, also wenn eine Kommune nicht die Supervision regelmäßig hat von aus meiner Sicht dem Dreamteam aus ÖFÖF als dem sanften, moderierenden Element, und Dylan aus dem scharfen analytischen Element, das manchmal auch ein bisschen hart ist, ja, sozusagen. Ohne dieses Dreamteam halte ich es praktisch aus meiner Sicht für praktisch unmöglich, dass eine Kommune richtig, richtig glücklich werden kann. Und ich halte es sogar so möglich, dass trotz des Dreamteams es sogar vielleicht unmöglich sein kann, dass es uns überhaupt möglich ist, eine Kommune hinzubekommen, die wirklich glücklich und wirklich viel glücklicher als der Kapitalismus ist, weil ich es, wie gesagt, für möglich halte, dass wir gegen den Kapitalismus einfach gar keine Chance haben. Wenn ich im Moment an die Personen denke, die ich gerade im Forum da, beim Frackforum sind, da habe ich so meine Zweifel, ob mit Menschen, die einmal vom Kapitalismus zerstört worden sind in ihrer Denkweise und Weltsicht, dass da überhaupt noch was möglich ist. Da habe ich manchmal gewaltige Zweifel. Ja, ja, und von daher sozusagen würde ich halt jetzt gern noch mal ein bisschen wissen, ob es nicht noch irgendwie bei diesen Gesprächen mit Gott noch was Konkreteres gäbe. Also für mich ist das sozusagen völlig jenseits jeglicher Realität. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Vielleicht, wenn, dann müsstest du es noch mal konkretisieren. Ja? Naja, sagen wir so, ich greife jetzt mal ein und frage Louis. Louis, ist deine Frage eine, worauf ich mehr nur als formaler Konflikthelfer reagieren sollte oder auch als inhaltlicher Gesprächspartner? Wie du dich fühlst. Ja, ÖFF, ich drück mal für dich. ÖFF, äußere dich doch einfach inhaltlich und ich drücke jetzt mal deine 3 Minuten an, ja? Genau. Los geht's. Ja, die Stelle wird von vielen Alternativen zynisch verwendet und sie ist äußerst missbräuchlich, wenn man genauer hinschaut. Natürlich gefällt es einem, und Louis, du musst da auch auf dich aufpassen, weil es fördert natürlich diese relativistische Sicht. Naja, vielleicht ist ja auch alles richtig, vielleicht ist auch, wenn da jemand eine Brutalität gegenüber jemandem anwendet, vielleicht ist das ja so, dass der das im Jenseits selbst so geordert hat, quasi die Brutalität. Aber ein logischer Bruch steckt schon in der Geschichte selber drin, wenn da gesagt wird, vergiss nicht, dass ich das nur für dich tue und dass ich dir nicht wirklich was Böses tun will, weil das setzt ja quasi eine Bewusstheit voraus desjenigen, der die Brutalität abbekommt, eine bleibende Bewusstheit, dass er es so haben will. Und diese bleibende Bewusstheit ist auf jeden Fall etwas, was aus meiner Sicht zu respektieren ist.
Das heißt, wenn wir in der Situation stehen hier in der Welt, dass da Brutalitäten und so passieren, dann haben wir nicht, wenn wir den Betreffenden, das Opfer fragen und es sagt, ich will das nicht, mit solchen hergeholten Jenseitstheorien zu kommen, um es zu begründen, zu rechtfertigen oder auch nur zu relativieren. Sondern wir sind dann gefragt zu sagen, dann hat es aufzuhören. Und dann, was auch immer im Jenseits vielleicht sich abspielen kann, ich glaube, dass im Jenseits sich alles abspielen kann, alles Mögliche, auch alles völlig gegen unsere Moral laufende. Ich glaube, dass Gott auch der Urheber aller Verbrechen ist auf dieser Welt. Aber unsere Aufgabe als bewusste, aufgeklärte, vernunftbeseelte Menschen ist in so einer Situation nicht aus spekulativen Gründen Brutalität zu rechtfertigen oder zu beschönigen, sondern den Betreffenden zu fragen, ob er es will oder nicht. Und wenn nicht, haben wir alles zu tun, um es abzustellen. Und vor allem diese Relativierung zu verwenden, damit Leute es sich bequem machen und eben nicht hingehen und wirklich ihre Aufgabe darin sehen, die Brutalitäten abzustellen, ist erbärmlichster Zynismus und auf jeden Fall eine Form von Esoterik, die ein vorteilbringender Irrtum ist, weil es bestärkt dieses, ich fühle mich wohl in meiner Bequemlichkeit und Nicht-Anteilnahme, aber es ist ein Teil des großen Verbrechens in der Welt. Okay, das von mir dazu. Okay, dann würde ich gerne was dazu sagen. Ich drücke deine 3 Minuten auf Start. Dankeschön. Also für mich ist das eine kreativitätsanregende Idee. Und man kann ja stattdessen auch was daraus bauen, was jetzt alles quasi zu deiner Zufriedenheit beinhaltet, was du gerade aufgezählt hast, Öffi. Man kann ja zum Beispiel daraus bauen, okay, tatsächlich wurde im Himmel oder sonst wo, ist ja total egal, vereinbart, dass diese und jene Brutalität passiert, in dem Bewusstsein, dass sie total falsch ist und total unfair, aber dass eventuell anders nicht ein gewisser Wachstum passiert wäre. Also wenn jetzt nicht die Kriegen wären, die sind, wären nicht die Leute, die aktuell aktiv sind, aktiv geworden, vielleicht. Und ich sehe das als eine Sache, um mit Verzweiflung umgehen zu können. Ich sehe das insofern als heilsam. Und ich sehe das nicht als eine Aufforderung oder als einen Zwang, deswegen nicht verändernd eingreifen zu können. Also man kann jedes Unrecht benennen und jedes Unrecht bekämpfen mit so einer Theorie und kann trotzdem gewisse Verzweiflungen heilen oder zumindest habe ich das erlebt. Ja, und natürlich kann man mit einer wertvollen Idee auf eine Art umgehen, die was kaputt macht, und man kann auch mit ihr auf eine Art umgehen, die cool ist. Und ich denke, also ich kenne mich nicht so richtig aus, aber so Quantenphysik und sowas, da wird, glaube ich, der sogenannten harten Wissenschaft ziemlich die Leviten gelesen und es geht ziemlich ins Fantastische und das scheinbar auf Grundlagen der Wissenschaft, so wie ich das verstehe, aber das ist wirklich mein laienhaftes Verständnis. Ich lasse mich da gern mal belehren. Ich finde, insofern finde ich das was total Konkretes, einfach was Philosophisches, was die Ideen, die Interpretationen, die Weltsicht Anregendes und eben Leid Heilendes. Ohne irgendwas anderes, wobei andere Leute das falsch nutzen können. Danke für mich. Ja, ich denke, vermute, ich bin dran, gell? Richtig? Wenn du willst, kannst du jetzt. Ich kann dann auch antworten. Ich bin dann dran, ja, genau. Wir machen es am besten jetzt im Kreise rum, ne? Ja, also, Luis, genau das mit der Relativierung, das ist es. Also ich habe ja vielleicht schon mal angedeutet, dass für mich die Esoterik eine gefährliche, kapitalismuserhaltende, systemstabilisierende Ideologie ist.
Und da gibt es noch viel andere Relativierungsaspekte, nämlich so, es gibt sowas wie, dass dann Leute so sagen, ja, alles, was geschieht, ist doch genau richtig. Es geschieht doch und das ist alles ganz richtig. Und das verändert die Menschen so, dass sie diesen ganzen schrecklichen Kapitalismus mit Kriegen, mit Morden, mit Gewalt, mit allem Schrecklichen und so weiter einfach so laufen lassen. Und das ist ja auch so, da es sich ja um ein kernkapitalistisches Geldmachgeschäft auf Kosten sozusagen ein Abzockemodell gegenüber den Kunden dieser Ideologie handelt. Ich habe es ja auch bezeichnet als eine weltweite Weltreligion, die allerdings ein ganz starkes Geschäftsmodell darstellt, weil es ja quasi in jeder Stadt Buchläden gibt, speziell von der Esoterik. Und ja, und wenn du es mal versuchst so zu sehen, dann siehst du vielleicht, dass es eben vielleicht auch gefährlich sein kann, so zu relativieren, weil das einfach nur ein Ausredesystem ist, um gar nichts zu ändern. Und sich trotzdem aber zu fantasieren, dass man ja unheimlich viel täte zur Verbesserung der Welt, in Wirklichkeit aber gar nichts tut, ja? Und eigentlich dann die Veränderung der Welt und auch des eigenen Charakters und der eigenen Persönlichkeit dann eigentlich nur in der Fantasie stattfindet und nicht im ganz Konkreten, ja? Zur Quantenphysik, das ist das berühmte Quantenphysik-Märchen, wie es zum Beispiel Fritjof Capra in Wendezeit beschrieben hat. Das sind so Dinge, da sagt dir jeder vernünftige Physiker, dass es sich da um Märchenwelten, also um ein esoterisches Ideologiemärchen handelt. So ist das nicht mit der Quantenphysik, ja? Im großen Ganzen, für das, was uns Menschen im realen Leben betrifft, ist die Materie total stabil, da gibt es keine Zweiseitigkeiten, keine Wankelmütigkeiten, keine an zwei Orten sein und so weiter. Also das ist ja nur eine Beschreibung für etwas, was auf allerwinzigsten Ebenen zutreffen kann. Aber wir Menschen bewegen uns in viel größeren Materiebereichen. Und ich werde nachher auch dann noch was dazu sagen, zu dem brutalen Verhalten von Schimpansen und Bonobos, wenn Bonobo-Männer dann, wie gesagt, Kindern gegenüber brutal werden. Das sind ganz konkrete Handlungen, die nicht im quantenphysischen Bereich sind, sondern im ganz realen, unzweideutigen Materiebereich stattfinden. Ja, also FF ist, glaube ich, dran, gell? Öff, hallo? Mikrofon. Ich höre dich. Ja, hallo. Jetzt, jetzt. Hört ihr mich? Ja, jetzt. Gut. Soll ich jetzt die Uhr starten? Ja, kannst du machen. Los. Okay. Ja, also ich fange mit dem Positiven an. Natürlich kann es tröstlich sein, sich zu sagen, dass alles, was in der Welt geschieht, Teil von Gottes Plan sein kann, egal wie schlimm es ist. Und es wird aufgefangen von einer Sinnhaftigkeit eben in dieser göttlichen Geplantheit. Aber man muss dann ganz aufpassen, dass man das ist alles vielleicht Teil des höheren Plans, nicht im Vorfeld eines Geschehens für sich zur Begründung macht, nicht das Gute, und zwar mit aller Kraft anzustreben. In der Philosophie und Theologie sind das so Themenbereiche unter Stichworten wie Determinismus oder Prädestination. Also ist alles, was geschieht, determiniert, auch durch Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, die auch über den Augenblick hinausreichen. Also sprich, was weiß ich, wenn da jemand das schlimmste Verbrechen begeht, vielleicht ist es einfach durch bestimmte Hirnfunktionen bedingt, oder auch sogar, wenn es ist, durch bestimmte traumatisierende Erfahrungen oder was auch immer. Und das ist kausal erklärbar, und hinterher sozusagen, oder wenn jemand aus dem Jenseits oder jemand mit dem größeren Durchblick, Tiefblick, Überblick oder halt der göttliche Plan vor einem offen stehen würde, würde man sehen, aus den und den Gründen ist das jetzt so passiert, und es war eigentlich auch nicht anders möglich.
Und die Prädestination, sagt er eben, als mehr der religiöse Bereich, der theologische Bereich, Gott hat alles vorherbestimmt. Also egal, wie es passiert, aber er hat es vorherbestimmt. Und ja, also das kann durchaus was Tröstliches an sich haben, nämlich, dass man denkt... Vielleicht nur ganz kurzer technischer Hinweis. Da sind so ganz große Störgeräusche immer. Hat Luis, hast du zufällig dein Mikro noch an oder so? Ich hab's aus eigentlich. Ja, nee, da waren aber... Oder sind die bei dir viele große Störgeräusche? Eigentlich nicht, im Hintergrund ein bisschen Gewusel hier. Ja, na gut, dann setz jetzt noch mal einen Satz vorher an, dann mache ich die Uhr wieder an, ja? Ja, dann fahr doch einfach los. Ja, ich muss mal eben hier die Fenster noch im Auto schließen, kleinen Moment. Dauert es noch etwas, dann muss ich die Maschine mal stoppen. Nee, ich bin jetzt da. Ja, gut. Also dann nochmal einen Satz vorher wieder einsetzen und ich starte dann wieder die Zeit. Ja, also in der Theologie gibt es die Vorstellung der Prädestination, dass alles durch Gottes Willen, wenn er allmächtig ist, auch so festgelegt und vorherbestimmt auch ist, wie es dann passiert. Das kann was Tröstliches haben, also ich selber sage ja auch immer, dass man sich ja auch fragen muss, woher nimmt man die Hoffnung, also wenn die Welt sehr widersprüchlich erscheint, warum ist es sinnvoll überhaupt an das Gute oder dass das eine Auflösung findet, zu glauben. Und ich bin der Auffassung, dass es, also man kann, ich verwende immer gern so das Bild, man stelle sich vor, man steht vor einer Mathematikaufgabe, von der man weiß, die ist schicksalsentscheidend. Also, wenn wir die nicht lösen, stürzen wir alle ab oder so etwas. Und dann kann man eben wirklich hingehen und kann sagen, auch wenn es so ist, dass jetzt die Aufgabe völlig unlösbar erscheint, es hängt ja alles davon ab und es macht mehr Sinn, sowohl für das eigene Glück, wie auch vielleicht eben für die gute Entwicklung in der Welt, sich einfach zu sagen, ich handle so, als wäre die Aufgabe lösbar, auch wenn sie mir jetzt eben fast unlöslich oder unlösbar erscheint, weil es eben diesen hohen Wert hat. Und schon gar, wenn ich an Gott glaube, als denjenigen, der die Aufgaben so alle stellt und der ja eine letzte höhere Sinnebene so enthält, dann kann ich sagen, ich habe eine Hoffnung oder einen Glauben, die mich jetzt so handeln lässt, nach dem Motto, die entscheidende Sinnaufgabe muss gelöst werden oder ich tue alles, was ich kann mit aller Kraft, um sie zu lösen. Und noch der letzte Punkt, also auch wenn es vielleicht noch eine Minute dann dauert, aber ich nehme an, es ist von Interesse. Der große Knaller an der ganzen Argumentation ist, dass auch wenn alles kausal vorherbestimmt ist oder durch göttliche Prädestination vorherbestimmt ist, wenn ich in irgendeiner Situation stehe und ich weiß nicht, wie es vorherbestimmt ist, dann ist es kein Argument, die schlechtere oder die unrecht duldendere Variante zu befürworten. Sondern ich kann dann sagen, es kann ja sein, gemäß dem Plan, und wenn es ein sinnvoller Gott ist, dann spricht da sogar einiges für, dass das eine Aufgabe ist, in der ich jetzt so vorkomme, dass ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln für das Gute arbeite und es vielleicht herbeiführe. Also wenn ich nicht weiß, was ist im Plan verzeichnet, muss ich mich so verhalten, als wäre es offen, als wäre es eine Sache der Freiheit, als wäre es eine Sache, die in beide Richtungen gehen kann, wähle dann natürlich als vernünftiger Mensch die bestmögliche Richtung und die passende oder größtmögliche Kraft, um es zu erreichen. Und leider aber führen solche Sachen wieder auch von jetzt hier diesem Buch, wovon du erzählt hast, Luis, dazu, dass die Leute so auf falsche Weise relativieren und bequemer werden und nicht so radikal werden in ihrem Handeln, sondern sich ausruhen auf diesen Erklärungen mit Determinismus und Prädestination. Und ich rate ja auch immer, bei all den tollen Büchern der Esoterik, schaut euch an, wie haben denn die Autoren gelebt? Das kann man auch für die Psychobücher, zum Beispiel Fromm, Haben und Sein und das Wesen der Liebe und so.
was haben Sie gelebt? Und wenn man sieht, Sie haben bürgerlich gelebt mit Ihren eigenen Verträgen, mit Ihrem eigenen Privateigentum, Sie haben überhaupt nichts gemacht, um Kommune zu bilden oder, wie Jesus es gesagt hat, Gemeinde zu bilden, dann ist das Schreiben die Ablenkung von der eigentlich moralischen Aufgabe, um die es in diesem Leben geht und die auch Gott von uns will. Okay, das sei es dazu und damit gebe ich wieder weiter. Ja, ich glaube, Luis, du bist dran. Soll ich deine 3 Minuten starten? Ja, bitte. Los. Ja, also finde ich wertvolle Gedanken. Gleichzeitig ist das hier ein interessanter Punkt. Es wurde ja schon mal, ich habe ja schon mal gefragt, woher man denn weiß, welches Argument besser ist. Person A findet Person X besser, Person B X2. Und ich finde tatsächlich sehr entscheidend, wie gut man sich fühlt mit einer gewissen Perspektive. Allerdings ist da das Argument von Öffi interessant. Also ich habe ihn gefragt, naja, wenn das so glücklich macht, sich super krass zu überwinden und ganz krass zu verzichten, wieso bin ich da nicht glücklich? Und meinte er, naja, das sind die Entzugserscheinungen von der Luxussucht, die du hast. Und das ist natürlich so, also einerseits kann das stimmen und man weiß halt nie, okay, fühle ich mich jetzt schlecht, weil ich Entzugsentscheidungen habe von einer Sucht, die mir schlecht tut, oder fühle ich mich schlecht, weil das nicht der Weg ist meiner Seele. Also ich kann mir vorstellen, wenn man sehr, 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 sehr genau die Möglichkeit hat, in die Tiefe zu gehen und zu vergleichen, wird man das am ehesten rausfinden. Aber ich finde es auch sehr gefährlich und ich finde, das macht irgendwie zu sagen, weil er eine bestimmte Sichtweise hat, die auf eine Art völlig logisch ist, dann zu unterstellen, dass Leute, die nicht so stark sind wie er, nicht so konsequent, dass die diese gefährliche Relativierungsidee missbrauchen, die ja von vornherein falsch ist. Und ich finde es eine total schöne Sichtweise, auch total heilsam, dass halt alles im Universum genau von Gott geplant ist und dass es auch gar nicht darum geht, in den Himmel zu kommen. Denn für was hat er sonst die Hölle gebaut? Und da finde ich dann halt auch sehr schön einen zweiten wertvollen Gedanken. Thaddäus Golasch, der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst, Ladyman's Guide to Enlightenment auf Englisch, wo davon ausgegangen wird, dass das Universum einfach voll ist von gleichwertigen Lebewesen. Jede Amöbe, jedes Molekül, jeder Baum, jeder Hund, alles sind Seelen und alle sind haben die Möglichkeit, mehr zu lieben oder weniger zu lieben. Es gibt nur die Möglichkeit Angst und Liebe. Und mit der Liebe geht es einem gut und mit der Angst geht man weiter in die Trennung. Und das hat mich einfach schon krass geheilt in einer Situation von Liebeskummer, wo ich davor einfach krass gelitten habe unter der Situation und dann ging es mir gut. Und das sind wertvolle Sachen, die ich lebensbereichernd finde. Und natürlich kann man alles missbrauchen, aber gleichzeitig kann man auch anders gucken auf Missbrauch, weil jede Handlung, wie schon gesagt wurde, alles, was passiert, hat seine Gründe. Und es könnte eventuell auch anders sein, aber eventuell auch nicht. Und auf alle Fälle ist es nicht anders. Und es geht einem, glaube ich, gut damit, wenn man Frieden damit hat und kann ja trotzdem beliebig krass Sachen verändern, deswegen mit beliebig hohem Einsatz. Dankeschön. Ja, dann bin ich wieder dran. Ja, also, ich hatte, das hätte ich auch doch angesprochen als einen möglichen Irrtum bei dir, Luis, dass du sozusagen, niemand braucht eigentlich eine Rechtfertigung, um zu sagen, ich tue hier in dieser Welt gar nichts. Ich konsumiere hier einfach und nach mir die Sintflut. Dafür brauchst du keine Rechtfertigung. Dafür hat jeder das Recht in dieser Welt dazu. Aber ich sehe es auch so, dass du dir nicht klar genug bist oft, dass wenn du wirklich
darauf vor dir selber bestehst, dass du unbedingt etwas Gutes für die Welt tun solltest, dann solltest du entweder konsequenter an dem Thema Kommune arbeiten, Kommunenaufbau arbeiten, oder eben konsequenter an dem Thema Staatsumbau arbeiten. Denn mehr als diese zwei Möglichkeiten sehe ich halt zum Beispiel jetzt im Moment nicht. Und an der Kommune, da sage ich jetzt wirklich nochmal so ganz deutlich, dass die Idee, mit anderen Menschen zu sprechen, ohne, wenn es möglich sein sollte, gleich eine Begleitung, eine Supervisionsbegleitung, das, was ich vorhin genannt habe, Dream Team, Öff und Dylan, dabei zu haben, wann auch immer das möglich ist. Und wie es kommt ja auch darauf an, dass der Öff leider nicht die zeitlichen Möglichkeiten hat, die ich zur Not hätte. Ja, aber ich meine, dass ich nochmal sage, diese Aufgabe, überhaupt eine funktionierende Kommune hinzukriegen, ist so unendlich schwierig im Kapitalismus, dass die meisten Menschen schon in den ersten 10 Minuten Gespräch daran scheitern und schon alle Chancen verspielen oft, die vielleicht mit der Supervision des Dreamteams vielleicht noch zu retten gewesen wären, in Richtung, dass die Person dann, andere Person dann sagt, ja, ich probier's mal, ich komme mal zu der Kommune und probier's einfach mal, ja. Und jetzt nochmal auch zu dem vorhin erwähnten Thema, also quasi um dieses Thema abzuschließen, sozusagen, ja, da denke ich, dass du dir mit diesen esoterischen Gedanken eben oft auch vormachst, du würdest wirklich schon alles Richtung Kommune tun oder vielleicht sogar auch in Richtung Staatsumbau, aber eigentlich mit diesen esoterischen Ideen dann eigentlich dich selbst täuschen und in Wirklichkeit machst du nämlich aus meiner Sicht dann unheimlich wenig in diese Richtung, ja, oder noch nicht das Richtige. Und nochmal kurz zu dem brutalen Verhalten, oh, jetzt muss ich auch ein paar Sekunden überziehen, das brutale Verhalten der Schimpansen, Bonobos, der Schimpansen, also Schimpansen, die ja nun wirklich einfach, wo es schwer vorstellbar ist, dass da ein göttlicher Plan ist, warum der eine den anderen so malträtiert, dass er kurze Zeit später stirbt, ja, und zwar ganz grausam und so weiter, ganz genau beschrieben von Professor Franz de Waal. Weiß nicht, ob man da in irgendeiner Weise auch nur spekulieren sollte, dass es da irgendeinen göttlichen Plan gäbe, sondern das ist einfach in der Materie des Lebens ist es nun mal so, dass Schimpansen bestimmte genetische Programme haben, die eben das Töten der Artgenossen auf die brutalste Weise mit einschließen. Und wenn ein Bonobo-Mann, wie beschrieben, dass ein Kind schikaniert, weil eben die Mutter ihn sexuell vernachlässigt hat und die Mutter dann darauf mit sexuellem Kontakt reagiert, damit eben dieser vernachlässigte junge Mann sich nicht mehr vernachlässigt fühlt und dann wieder aufhört, das Kind zu malträtieren, dann sind das auch alles Dinge, wo man nirgendwo Ausreden suchen sollte, dass es da irgendwelche Planung von außen gebe, die diese Brutalität irgendwie bewirkt hätte. Sondern ja, und dann noch zum Schluss die allerdings halte ich es auch möglich, dass Öff sich an dem Punkt irrt. Der betont so die Geisteslust als die größte Lust, also des richtigen Denkens und so weiter. Ja, ich würde sagen, jedenfalls die psychologische Forschung bestätigt, ja, diese Geisteslust, die auch mit dem Begriff Neulust und Neugier verbunden ist, ist eine riesige Lustquelle, ja, also der geistige Orgasmus sozusagen ist möglich, ja. Aber ich glaube auch, dass Öff ein bisschen vielleicht die Wichtigkeit der körperlichen Lust unterschätzt und insofern würde ich verstehen, wenn du, Luis, sagst, ja, ich fühle mich aber doch nicht so glücklich. Ja, das ist eben, weil du ja keine Kommunensituation hast, die ich auch nur halbwegs körperlich als beglückend bezeichnen würde. Ja, insofern würde ich sagen, da sollte man da auf dieser Ebene nochmal reden. Wer ist jetzt dran? Ich glaube, Öff, oder? Genau, meine eine. Ja, ich starte die Uhr, ja? Ja, super. Los.
Ja, also ich korrigiere erstmal. Ich hatte nicht unbedingt gesagt Luxussucht, ich hatte gesagt Willkürsucht. Weil ich glaube, die Willkürsucht ist der allgemeinere Begriff. Auch der Obdachlose auf der Straße oder jemand, der da als Heroinabhängiger im Elend lebt, die Luxussucht ist es gar nicht unbedingt. Aber die Willkürsucht, dass wir im Leben machen wollen, was wir gerade Lust haben oder was gerade kickt, auch wenn es mit weiterem Blick der Vernunft auf die Folgen oder mit weiterer Empathie, was macht es mit anderen Menschen, auch wenn es da dann eben sich herausstellen würde als etwas, wo es uns vor uns selbst ekeln würde, trotzdem im Moment, das macht jetzt gerade Spaß und deshalb will ich das machen und das rechtfertige ich mir auch irgendwie mit irgendwelchen herbeigezogenen, an den Haaren herbeigezogenen Theorien. Das ist die Willkürsucht. Und du, Louis, bist aus meiner Sicht in der Entzugsphase, also weil das prägt ja alle Menschen gewaltig und immer mehr diese Konsumhaltung gegenüber dem Leben. Nicht, ich arbeite mich jetzt durch, damit ich auf lange Sicht sinnvoll handeln kann, sondern ich habe das Recht, jetzt hier meinen Spaß zu haben und wenn es im Augenblick ist, dann ist es doch schon okay. Und da passt einem natürlich gut. Und dann ist es der Missbrauch, die missbräuchliche Interpretation auch der Stellen aus dem von dir zitierten Buch, zu sagen, ja, da macht es mir das ein Stück weit leichter auch, wenn ich mir eben denke, das kann ja alles so vorherbestimmt oder von Gott auch so geplant sein. Das ist nicht irgendwie eine gute Interpretation, sondern das ist die Missbrauchsinterpretation, die instrumentalisiert wird, um solche Suchtentzugsphasen zu beschönigen. Also jetzt gerade auch den nicht ganz geraden Weg raus aus der Sucht zu beschönigen. Und deine Infragestellung war jetzt, also ich betone nochmal allerdings, ich glaube, dass die Vorstellung, es gibt einen letzten Sinn hinter allem und es kann von Gott in seinem Plan alles enthalten sein, auch die Brutalität unter den Schimpansen. Ich glaube, das ist ein geistiges Bedürfnis von uns, also unserer Vernunftseele, selbst auch so viel Sinn wie möglich zu erdenken, zu konstruieren und erfüllend ist, wenn wir den finden könnten. Insofern, egal ob wie viel für oder gegen die Annahme so eines Gottes spricht, allein die Tatsache, dass es dieses Wesensbedürfnis unserer Vernunftseele befriedigen könnte, wenn hinter allem ein letzter, allumfassender Sinn steht, auch der alle Sinnlosigkeiten, die wir jetzt hier entdecken, noch übersteigt und die Dinge dann harmonisieren kann, bin ich voll dabei zu sagen, daran kann man glauben. Aber man kann daran glauben als Verstärkung für das sinnvolle und moralische Handeln in der Welt und nicht als Entschärfung oder Relativierung, die bequem und untätig macht. Also so, dass man unterlassene Hilfe bei Leistung praktiziert gegenüber den Nöten der Welt. Und dein Einwand, also jetzt der argumentativ aufgreifbare Einwand, war dann, ja, denkt der Öffi da, weil er da etwas denkt, oder vielleicht sogar, wenn zugestanden wird, es hätte eine innere Logik, dass es nicht auch anders sein könnte. Und also da sage ich jetzt nur die Perspektive, die kann ich dann im nächsten Beitrag ausführen. Also ich glaube, dass die Wissenschaft oder die rationale Durchleuchtung von Argumenten ein Schlüssel ist, der, wenn man sich drauf einlässt, wirklich die Dinge kraftvoll aufdröseln kann. Das ist sozusagen, also jetzt über die Naturwissenschaft hinaus in den Geistes- und Sozialwissenschaften ja ein Grundanspruch von Wissenschaftlichkeit. Man mag verschiedene Thesen aufstellen, aber man kann sich ganz sicher sein, dass es nicht dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit genügt, wenn es sich nicht gründlich durchdiskutierbar macht. Und da werde ich in meinem nächsten Beitrag dann erklären, wie es auf dieser Ebene auch von Philosophie und Theologie der Diskursethik widerspricht, die Stelle, die jetzt hier gerade in Frage steht, so missbräuchlich zu interpretieren. Und auf emotionaler Ebene werde ich beschreiben, dass ein so stark wie möglich sich empathisch in andere Menschen hineinversetzen diesem Missbrauch widerspricht und dass auf diese Weise gerade Menschen, die da an anderer Stelle, also innere Widersprüchlichkeit ist auch ein gutes Gegenargument dann im Rahmen solcher Wissenschaftlichkeit. Wenn jemand im Sinne von Extinction Rebellion sagt, jetzt muss aber Schluss sein hier, sagt die Wahrheit auch, was für eine Krisensituation es für die Menschheit ist, es geht ums Überleben, der kann im nächsten Moment es nicht an sich selber toll finden, wenn er irgendwelche haltlosen Spekulationen verwendet, um den Handlungsdrang abzusenken. Aber das erkläre ich dann, diese drei Punkte, Diskursethik, Empathie und Erkenntnisstand schon wie bei Extinction Rebellion, in meinem nächsten Beitrag genauer. Ja, Louis, soll ich die Uhr für dich starten, ja? Bitte, genau. Los!
Also irgendwas toll finden, darum geht es ja gar nicht, aber irgendwas halt valide finden. Und ich meine, du hast mir vorgestern oder so, als du dein Bier getrunken hast, was deine Frau gekauft hat, mit dem Geld hätte man ja quasi das Morgen heute tendenziell finanzieren können, wenn ich jetzt das sein lassen würde. Und da kann ich dir halt wahrscheinlich beliebig viele Beispiele nennen, wo du halt selber irgendwie disziplinierter und sonst wie leben könntest und hättest mehr Vorteile. Aber bisher hatte ich das Gefühl, du argumentierst, dass das dann irgendwie dieses, wie nennst du das, im Rahmen, mir fällt jetzt gerade nicht ein, irgendeinen Begriff hast du da. Und also ich meine, bist du natürlich immer noch wahrscheinlich stark im Vorsprung, was jetzt Disziplin angeht, aber du lebst nicht 1000% Disziplin. Und wenn du das dann halt bei jemand anders kritisierst mit diesem Argument, habe ich gerade das Gefühl, dass das quasi nicht analog ist, nicht konsequent. Und ja, Dylan, das klingt spannend, dass du das Gefühl hast, dass ich irgendwie mir vormache, dass ich genug für Kommune tun würde, wo ich nicht genug tue. Da können wir gerne vergleichen. Und auch wenn wir zu dem Schluss kommen, dass Person A viel mehr macht als Person B. Also ich finde es halt sehr, mir geht es sehr gut mit der Perspektive, dass es halt alles okay ist und alles im Rahmen der Spielregeln ist, die das Leben, was ich einen cooleren Begriff finde als Gott, aufgebaut hat. Und also ich hatte viele Probleme mit Kiffen und mit daraus erwachsenen Psychosen. Und als ich das letzte Mal gekifft habe, habe ich geschafft, von alleine aufzuhören und ohne Psychose. In der Zeit habe ich mein bestes Referat gehalten. Und den Moment, als ich quasi den Joint angenommen habe, der diese Phase begonnen hat, könnte man halt nach vernünftigen Gesichtspunkten sagen, Mann, Luis, du weißt, dass es ist so schädlich, bla bla bla, es kann nur Scheiße passieren. Aber was tatsächlich dabei passiert ist, aus meiner Sicht, ist, dass ich halt ich habe mich wieder in eine gefährliche Situation begeben, aber diesmal habe ich sie halt viel mehr gemeistert. Das war 2007, seitdem habe ich nicht mehr gekippt. Und man weiß nie, welche auf den ersten Blick schreckliche Situation durch ein paar Wendungen des Lebens auf einmal toll ist. Da gibt es auch aus der Esoterik, ich glaube, das ist der Weg des friedvollen Kriegers, Dan Millman, gibt es die Geschichte. Der alte, weise Mann hockt in den Bergen und ihm wird gesagt, ja, hey, schau mal, voll schrecklich, dein Pferd ist weggelaufen. Der gute Mann sagt, hihihi, gut oder schlecht, wer weiß. Aha, jetzt wurde das Pferd aber eingefangen, große Freude. Hahaha, ha, ha, gut oder schlecht, wer weiß. Ach, oh Schreck, das Pferd hat ja jetzt den Sohn getreten und der ist ja jetzt lahm. Haha, ha, gut oder schlecht, wer weiß. Ach, na, so ein Glück, der lahme Sohn wird jetzt nicht zum Krieg eingezogen. Und so, hallo, ich bin Luis. Mario. Cool. Und so kann man das halt immer weiter spinnen. Und das scheint mir auf alle Fälle bedenkenswert. Dankeschön, ich gebe weiter. Ja, ich bin dran, gell? Ja, aber das Letzte klang für mich natürlich wieder nach diesem Relativismus. Also das ist, ja, in dem Fall, das ist eine konstruierte Geschichte, wo das dann mal passen mag und so weiter. Aber das ist auch wieder so. Da geht's wieder auch darum, relativieren und so. Wer weiß, vielleicht ist ja alles Schlechte dann auch wieder gut für irgendwas und so weiter. Aber das sind alles so, das sind alles aus meiner Sicht so Ausredesysteme. Wie gesagt, davon halte ich überhaupt nichts. Das halte ich alles für schädliche und gefährliche und ablenkerische Konzepte, die also, wie gesagt, ich bleibe dabei. Alles, was du bis jetzt genannt hast, Luis, das ist vertieft noch mein abgrundtiefes, schlechtes Urteil über diese, wie ich es ja nenne, gefährliche kapitalistische Ideologie der Esoterik. Ne?
Kapitalismus erhaltende Ideologie der Esoterik. Aber wofür ich wiederum anders als Öff vielleicht viel mehr Verständnis habe als er, ist wieder, ich habe in einem meiner Bücher geschrieben über den Unsinn der Askese. Ja, ich habe Verständnis für eine gewisse Konsumsucht im Rahmen des Kapitalismus, weil es ja wirklich, wenn es, solange es uns ja noch nicht gelingt, unser Leben wieder, ich sag's mal, der Kapitalismus unterdrückt ja alle natürlichen Lustquellen. Ja, also wir müssen uns ja alle natürlichen Lustquellen versuchen zurückzuerobern. Und zu den natürlichen Lustquellen des Menschen gehört garantiert auch Musik zu machen, tanzen, singen, musizieren und als Tanzersatz auch Sport machen und so weiter. Diese körperlichen Lustquellen sich wieder zurückzuerobern, das hat übrigens, das muss gar nicht Konsumsucht sein, so etwas. Natürlich, wenn ich jetzt übertrieben Sport mache, dann ist es natürlich schon wieder eine Art Suchtverhalten, ja. Aber einfach ist es erstmal, alle diese körperlichen Glücksquellen reinzuholen. Und dann Massage ist ja dann schon der erste Schritt des Übergangsfeldes hin zur Körperlichkeit, zur Zärtlichkeit, Massage, Streichelmassage, Sexualität. Das sind ja alles natürliche Lustquellen und alle diese räumt ja der Kapitalismus raus aus unserem Leben und gibt uns stattdessen die Kaufprodukte, zum Beispiel CDs zum Kaufen oder so, ja, also zum Konsumieren, ne? Und ich finde es auch nicht schlimm, weil da für mich alles sinnlos ist und hier gar nichts Sinn macht, sondern für mich sind wir ja alle nur eine Wacklung in der Materie. Also Leben ist für mich ja nichts anderes, als dass es eben Materie gibt, die sich nicht fortbewegen kann und andere Materie kann sich halt replizieren und fortbewegen, aber das ist auch nur eine Stoffeigenschaft sozusagen für mich. Und deswegen ist sowieso alles sinnlos. Und deswegen gibt's auch keinen Sinn in der Askese. Ich habe mir sogar ab und zu ganz bewusst Alkohol gegönnt, einfach nur um den Frust des Kapitalismus nicht so schlimm spüren zu müssen. Ich rate nur von Drogen wie Marihuana dringend ab, eben weil sie eben so schnell Psychosen erzeugen können, was der Alkohol nicht so schnell kann. Also insofern, du siehst, ich habe da also eine viel größere Toleranz dagegen, dass man auch mal Konsumsucht praktiziert, weil man eben den Kapitalismus manchmal nicht aushält ohne wenigstens so eine Ersatzbefriedigung. Ne? Ja, ich gebe wieder weiter. Ich glaube, Öff ist dran. Soll ich die Uhr starten? Na klar. Los geht's. Ja, danke schön. Sehr spannendes Gespräch, was wir führen. Gut, dass es aufgenommen wird, auch weil es ja die Kritik an mir jetzt enthält von Louis. Finde ich toll, weil das muss ja gründlich betrachtet werden. Und also erstmal, was ist das Schädliche und Gefährliche an dieser Relativierung, von der wir da sprechen? Es wird mit unlogischeren und unwahrscheinlicheren Argumenten ein bequemes oder unmoralisches Verhalten gerechtfertigt, während man die besser begründbaren, logischeren und wahrscheinlicheren Argumente damit wegwischt oder jedenfalls nicht angemessen zulässt. Das wäre etwas, was man prüfen kann. Das ist mein Vorwurf an der Stelle. Den kann ich jetzt ein bisschen beleuchten. Also ich bin jetzt noch nicht dabei, diese Sachen, die ich vorhin gesagt habe, diese drei Ebenen, das mache ich im nächsten Beitrag, weil das mit der Verhältnismäßigkeit ist jetzt erstmal wichtiger, denke ich mir. Und ich gehe ein paar Beispiele durch. Also erstmal, schönes Beispiel ist da wirklich auch die Quantenphysik. Die Quantenphysik ist ein Bereich im Bereich der Mikrophysik, der dahin geführt hat, dass die klassische Experimentalsituation nicht mehr so funktioniert. Man lässt den Stein fallen und er fällt halt runter. Es entsteht der Eindruck, als wäre es ein physikalisches Phänomen, was völlig unabhängig ist vom Betrachter. Wenn der nicht da wäre, wird der Stein genauso zu Boden fallen. Im Bereich der Mikro- und Quantenphysik gibt es Vorkommnisse, die scheinen so, als wäre der Betrachter mit seinem Blick ein mitbestimmender Faktor für das Geschehen. Das Elektron bewegt sich so, wie ich es anschaue, oder mein Blick ist mit von Bedeutung dafür, was passiert. Das wäre eine Ebene, auf der klar ist, dass wir nicht einfach nur so eine objektive Wirklichkeit haben, sondern auch das Geistige, das Beobachten
in der Experimentalsituation so stark mitwirken könnte. Aber die Physik leitet daraus keine Rechtfertigung ab, zu verallgemeinern, dass man nicht mehr nach den physikalischen Gesetzen gehen würde. Es ist völlig klar, dass im Bereich der Makrophysik die Newtonsche Mechanik und andere Grundgesetze der Physik weiter das Gültige sind, was auf dieser Ebene der Physik anwendbar ist. Das heißt, diese Modephilosophie der Esoteriker, guck mal, da hat doch einer gesagt, wir können frei fantasieren, also ist alles frei fantasierbar und die Regeln gelten nicht, trifft auf diese Interpretation der Physik überhaupt nicht zu. Der nächste Punkt ist der, und damit komme ich eben wirklich auch zu der Kritik an mir. Louis, das ist völlig absurd, was du gesagt hast, dass wenn jetzt meine Frau dieses eine Bier nicht gekauft und mir geschenkt hätte, dass damit jetzt ein Projekt getragen werden könnte oder es würde eine Verhältnismäßigkeit haben in dieser Weise dazu, dass jemand hingeht und sagt, er übernimmt jetzt die Nebenkosten und so etwas für eins der Projekte. Aber ich kann das Argument umdrehen. Also ich, der ich ja dieses Schenken und ohne Geld leben, hundertprozentig praktiziere, ich habe trotzdem, was jetzt die Vereine da angeht, mehr materiellen Beitrag erbracht, mit der auch überhaupt die Existenz solcher Projekte und ihre Trägerschaft laufen konnten, als die, die mit Geld kommen. Also sie hätten keinen Grund zu sagen, sie leisten da jetzt mehr als der FF oder zu sagen, da könnte man doch beim FF nochmal gucken, ob man da noch was irgendwie was rausschlagen kann. Durch mich existieren diese ganzen Projekte, Dagelütz, Wende Spreeborn, das sind Leute, entweder ich selbst oder im engsten Kontakt mit mir stehende Mitarbeiter, die ihr Tun hochgradig auf mich zurückführen, haben dazu geführt, dass das da ist. Und die Anke hat manchmal schon gesagt, wenn man sich anschaut, wie viel finanzielle Zuwendung gab es für die Vereine. Schon damals haben die durch meine Medienauftritte Tausende von Euros bekommen, weil ich eben nichts angenommen habe und habe nur gesagt, ihr könnt da, wenn dann, gemeinnützig spenden. Oder wir haben hier dann in Stadtallendorf mehrfach 2.000-3.000 Euro Spenden ausgelöst. Jeder könnte so etwas tun. Aber dafür muss er sich lösen aus diesem Willkürrelativismus und muss wirklich die Haxen schwingen, bis dass er rennt. Dann passiert das, dann wird das so effektiv. Also die Welt um uns herum ist trotzdem so, dass man sehr ineffektiv ist, gemessen an dem, was eigentlich passieren müsste. Aber das ist das, was dann passieren könnte, wenn man wirklich sich nicht mit irgendwas rausredet, sondern powert, soweit man kann. Und da kann ich eben sagen, wenn jemand anschaut jetzt in Schenkerbewegung, also diese ganzen Diskussionen waren von Anfang an ja vorhersehbar. Und wir haben einen Text, einen Grundlagentext, der heißt Allgemeine Vorstellung der Schenkerbewegung. Und da begründen wir den Unterschied zwischen Hundertprozentigkeit und Grundsätzlichkeit. Und der ist auch auf unsere Situation voll anwendbar und gerne auf jeden, der sich mit mir vergleichen will. Und du bist ja eingeladen, hautnah zu gucken jetzt, wie viele Mücken findet man oder wie viele Haare in der Suppe findet man beim FF, die man versuchen kann anzuwenden. Aber das eine Bier, was man da gefunden hat, ergibt bestimmt kein großes Gewicht. Und das erkläre ich nochmal kurz mit diesem Unterschied zwischen Hundertprozentigkeit und Grundsätzlichkeit. In dem Vorstellungstext steht, dass wir als selbstverständlich voraussetzen, dass es eigentlich keine Hundertprozentigkeit gibt und sie von keinem Menschen zu erwarten ist, auch nicht von den Schenkern. Was aber zu erwarten ist, ist Grundsätzlichkeit. Und Grundsätzlichkeit bedeutet die Einhaltung eines Wertmaßstabs bis auf kleine vertretbare Ausnahmen und redliche Kompromisse. Und das ist durchaus beurteilbar. Also als Beispiel sage ich immer, wenn da jemand von sich behauptet, er ist Vegetarier und er geht hin und er isst morgens kein Fleisch, mittags das Schnitzel und abends das Wurstbrot, dann wird jeder sagen, der ist kein Vegetarier, egal wie sehr er den Anspruch erhebt, weil das sind ja keine kleinen vertretbaren Ausnahmen oder redliche Kompromisse. Andersherum, wenn jemand sagt, er ist Vegetarier oder Veganer und er isst 5 Jahre lang am Stück kein Fleisch, kein Eier, kein Milch und was weiß ich. Und dann wird er eingeladen von seiner sterbenden Mutter und die macht nochmal das Essen, was er als Kind am liebsten gegessen hat. Und das isst er dann in der Situation. Dann wäre es ein Witz zu sagen, oh, da haben wir ein Haar in der Suppe gefunden und da können wir jetzt sagen, der ist doch nicht konsequent genug und dann rechtfertigen wir damit unsere 80% inkonsequent. Das sind alles keine rationalen Argumentationen, von Wissenschaft überhaupt gar nicht zu reden. Das sind die Sachen, die bei dieser Esoterik-Willkür rauskommen, dass man überhaupt denken kann, man könnte so argumentieren oder man könnte solche Begründungen finden. Sie ergeben nichts. Und ein gründliches Diskutieren wird auch dazu führen, dass man das aufdecken kann. Insofern ist ja toll bei uns, dass wir bereit sind, so offen über die Dinge zu diskutieren. Und dadurch kann man Sachen aufdecken.
Also ich lasse jetzt dann all die Sachen weg, die ich zu Dylan noch sagen konnte. Da komme ich beim nächsten Mal drauf mit dem kantischen... Genau, aufschreiben. Genau. Und die anderen drei Punkte, die ich dem Louis da sagen wollte, mit Diskursethik, Emotionalität, Empathie und innerer Widersprüchlichkeit, das kommt dann wohl beim übernächsten Mal. Ich habe alles im Kopf, aber ich muss bald wirklich einen Stift nehmen, weil sonst wird es nicht. Alles klar, ich gebe weiter. Ich habe den Stift immer in der Hand. Ich wär, aber Louis ist jetzt dran. Soll ich... Louis, soll ich die Uhr starten? Doch, nicht mehr fragen. Also von mir aus einfach immer, wenn der Nächste dran ist. Also dann, los! Danke. Also Öffi, genau, wir sind ja hier alle im Gespräch, deswegen ist vielleicht das Wort rausreden gar nicht so angemessen, da wir alle nach bestem Wissen und Gewissen uns hier prüfen lassen wollen. Fantastischerweise hat der Dylan das aufgezeichnet. Das ist wirklich sehr schön, dann können wir ganz genau gucken. Und einerseits, ja, ich finde das nicht so absurd. Also du scheinst ja alle 2 Wochen circa Bier oder Wein zu trinken. Und ich kann mir vorstellen, dass im Laufe des Lebens möglicherweise eine ganze Monatsnebenkostenzahlung dabei rausspringt oder 20, je nachdem, oder 0,5. Aber sagen wir doch mal, es wäre eine. Und sagen wir mal, genau... Ein Monat später, nachdem jetzt das Morgenhäut nicht mehr getragen wird und abgegeben wird, genau einen Monat später wäre jetzt doch noch jemand gefunden worden, eine wahnsinnig vertrauensvolle Person. Die hätte das dann bis zum Ende des St.-Nimmerleins-Dingsbums geführt. Aber da fehlen jetzt genau diese einen Monat Unkosten, die durch irgendwelchen Alkohol, der vermeidbar gewesen wäre. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich damit meine 80% oder 99% sonst was rechtfertigen will. Ich möchte einfach mit dir durchgehen und möchte einfach sagen, theoretisch kann man halt immer, ich kann dir einfach nur sagen, wenn du das konsequenter machen würdest, hättest du für mich noch mehr Glaubwürdigkeit. Und du bist für mich wahrscheinlich die Person mit der größten Glaubwürdigkeit. Das ist schon mal was sehr Besonderes. Und ich habe dich so verstanden, dass du Kritikgeschenke wertvoll findest und dass wir Sachen beleuchten. Und falls ich Unrecht habe oder aus Sicht mancher Leute Unrecht habe, kriegen wir jetzt diese Gedankenkette präsentiert und man kann davon profitieren. Ich meine gut, ich will nicht irgendwas verdrehen oder rechtfertigen. Ich brainstorm einfach meine Gedanken. Das ist die größte Form von Nähe, die ich kenne und schätze. Zu der anderen Sache, dass irgendwelche, also von wegen Esoterik und hat keinen Einfluss auf die Realität und Makroebene und da gilt keine Quantenphysik und bla. Also ich habe es nicht wissenschaftlich nachgeprüft, aber falls das jemand hat, wäre ich sehr neugierig. Es gibt diesen Japaner, im Moment fällt er doch Emoto. Der hat Wasserkristalle fotografiert und hat unter das eine Glas Wasser einen Zettel mit dem Schild Arschloch und unter das andere Glas einen Zettel mit Ich liebe dich. Und dann hat er aus diesen Wassergläsern Kristalle gemacht. Und die positive Botschaft formt scheinbar symmetrische, kristallähnliche, also edelsteinähnliche Struktur. Und die andere formt negative Botschaften, formen was Wirres, was Krebs. Zellen unter Mikroskop oder so ähnlich ähneln. Und dergleichen gibt es dann scheinbar auch so Versuche, wo Leute beten, um irgendwie schmutziges Wasser zu reinigen. Außerdem gibt es auch so Versuche, wie ein Mähroboter fährt über das Feld und mäht und hat eine bestimmte statistische so und so oft kommt er in diese Ecke. Und wenn man jetzt stattdessen Küken auf diese Wiese packt und den Küken wurde vorgegaukelt, der Mähroboter sei die Mutter dieser Küken, genau in der Sekunde, wo das irgendwie das prägende Identifikationsdingsbums ist. Also die Küken haben voll die emotionale Verbundenheit mit dem Mähroboter. Und wenn die unterwegs sind, während der Mähroboter mäht, fährt er öfter an die Stelle, wo die Küken sind und quasi ihre Verbindung mit ihm pushen, als wenn die Küken nicht da sind. Insofern werden wir wahrscheinlich, je genauer wir erforschen, umso neuere Einblicke bekommen, wie tatsächlich doch der Beobachter das Beobachtete beeinflusst. Ich gebe weiter, danke.
Ja, jetzt sind wir aus meiner Sicht im völligen Hokuspokus-Bereich. Nochmal meine Schilderung. Ich habe Experimente mit Jenseitskontakten gemacht, wo ich natürlich genau wusste, dass wir das nur gespielt haben, aber die Leute wirklich das absolut geglaubt haben. Und ich würde sagen, so Luis, du solltest deine Leichtgläubigkeit überprüfen. All diese Dinge sind alles aus meiner Sicht wirklich dieses, das ist dieses Hokuspokus-Spiel im okkulten, esoterischen und so weiter, dass aus meiner Sicht alles entweder Selbsttäuschung der Person selber ist oder bewusster Betrug, ja, um eben die Glaubwürdigkeit für die eigenen Konzepte zu erhöhen. Also ich halte es allein schon Zeitverschwendung, mich überhaupt mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil es für mich das alles im Bereich des Selbstbetruges oder des Betruges gehört, ne? Und darauf reinzufallen kann man ja, aber halte ich, sehe ich keinen Sinn drin. Und dann zum Beispiel erinnert mich das Ganze, dieser Hokuspokus-Bereich, auch an das positive Denken. Zum Beispiel, das ist auch so eine richtige kapitalistische Manipulationstheorie. Da geht es nämlich darum, das positive Denken ist quasi die Theorie, dass angeblich bestimmte Gedanken irgendwie Realität schaffen würden. Und das ist eine gute Möglichkeit, die Leute, das Betrüger, die Leute auffordern zum positiven Denken. Und dadurch verlieren die Leute das kritische Denken, weil sie sich ja nicht trauen, kritisch negativ zu denken. Und dann können sie vom Betrüger besser über den Tisch gezogen werden. Ja, das sind so typische, dieses ganze positive Denken ist auch ein reines Schwindelsystem, denn das negative Denken ist ungeheuer wichtig für Menschen und sehr, sehr wichtig und so weiter. Das sind alles diese Betrugssysteme aus der Esoterik, ne, aus meiner Sicht. Ja. Dann meine Empfehlung ist an euch beide, total tolerant zu sein mit konsumsüchtigen Ausnahmen. Ja, ich würde da völlig tolerant sein, denn den Kapitalismus zu ertragen, ohne ganz ohne konsumsüchtige Ausnahmen, das schaffe ich auch bei weitem nicht. Ja, also ich kämpfe jeden Tag mit meiner Esssucht. Meine Esssucht ist quasi mein Versuch, den Kapitalismus irgendwie ertragen zu können und so weiter. Und wenn ich dann auch mal irgendwie an Alkohol gerate mal und so weiter, dann nehme ich mir das auch nicht übel, denn das ist alles, jede Sekunde, die ich da ein bisschen betäubt bin, habe ich den Kapitalismus mal wieder noch ein bisschen, einen Moment besser ausgehalten oder so, ja. Also da sollte man ganz tolerant sein. Denn meine Meinung kennt ihr ja. Erst in der vollständigen, im vollständigen Bonobo-Schenker-Kommunismus verschwinden aus meiner Sicht die Ausnahmen ganz von selber. Also mein Therapiekonzept lautet, niemals an den Leuten rummäkeln und sagen, warum rauchst du diese Zigarette noch? Warum trinkst du dieses Glas Bier noch? Warum trinkst du diesen Wein noch? Das ist die völlig falsche Art Ansatz. Der echte Therapieansatz lautet, wie kann ich die Menschen dem vollständigen urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus näher bringen? Denn da bin ich sicher, dass alle diese Ausnahmen von selber verschwinden, diese konsumsüchtigen Ausnahmen von selber verschwinden werden, weil der Mensch dann wirklich wieder einfach sein Naturglück hat, ja? Und ja, und dann eben noch der Punkt. Letzter Punkt, Luis. Kommune ernsthafter solltest du betreiben. Also wenn du schon im Moment aus meiner Sicht sträflich vernachlässigst das Thema der Staatsveränderung, okay, das darf man aber tun, weil ich finde, Kommune kann genauso wertvoll sein wie Veränderung des Staates, ja, also des kapitalistischen Staates, den Kapitalismus zu beenden mit unserer neuen Partei hier. Ich zeige es hier nochmal den Zuschauern hier gerade im Bilde, mit unserer neuen Partei, der Kompetenzpartei, der Partei des Gemeinwohls. Wenn man da schon sich nicht drum kümmert, dann sollte man aber wenigstens, wenn man den Anspruch an sich selber hat, den musst du ja gar nicht haben, weil niemand kann dich dazu zwingen. Du bist ja völlig frei, einfach zu sagen, nach mir die Sintflut, ich konsumiere jetzt auf dem Planeten kaputt. Das Recht hast du hier in Deutschland, ne? Das steht dir voll zu. Aber wenn du wirklich an dich den Anspruch hast, irgendwas Gutes tun zu wollen für diese Welt,
dann musst du das mit der Kommune aus meiner Sicht ernsthafter betreiben. Und das heißt für mich, womöglich sofort immer, wenn du mit jemand, einem Menschen irgendwo sprichst, wie zum Beispiel in Berlin, immer sofort nach Möglichkeit irgendjemanden aus dem Dreamteam öfter bedillen, dass ich eben, ich behaupte das einfach nochmal ganz steif und fest, mit diesem Dreamteam zusammen kann es sein, dass trotzdem jede Kommune scheitert, aber ohne das halte ich es für völlig unmöglich, ohne das Dreamteam halte ich es für völlig unmöglich, dass ein Kommunenaufbaugespräch überhaupt zu was führen kann, weil man dann oft schon, ohne dass man es merkt, innerhalb von 5 Minuten schon alles kaputt macht. Ne? Also die Aufgabe ist so schwierig, dass ich da bitte, Luis, wenn du wirklich was Gutes tun willst, dann solltest du mal ernsthafter an die Sache rangehen und dann eben dem Gesprächspartner sagen, ja, zu mir gehören, zu meinem Projekt gehören noch andere Personen, die würde ich jetzt gerne mal online oder per Telco dazuschalten. Ja? Und dann kann man ja das Gespräch einfach zu dritt, zu viert weiterführen. Und denn ich fürchte, dass du einfach, Luis, ganz viele Chancen kaputt machst, indem du meinst, du könntest selber mit den Leuten sprechen in Richtung Kommune. Das ist so unendlich schwierig, dass man das immer zu mehreren tun sollte. Ich gebe weiter. Der Nächste bitte. Ja, danke schön, Dylan. Danke schön. Alles klar, ich starte automatisch die Uhr, ja? Alles klar. Ja, gut. Also ich finde es toll, dass wir das Gespräch führen und wir kommen an Punkte, die diskutiert man in dieser Form relativ selten. Also auch diese Kritik an den der Esoterik, diese Unterscheidung, wo fängt da die Gefahr an und was könnte vielleicht positiv sein? Wann ist es eine Hoffnung auf einen höchsten Sinn oder umfassendsten Sinn, der das klare Denken und moralische Handeln stärkt, statt es zu auszuhebeln, mehr oder weniger? Ganz wichtige Frage. Und wenn man darüber gründlich redet, kann man viele Leute von ihr wegen abhalten. Aber ich, wie ich das gerne mache, ich gehe jetzt erstmal auf die positiven Seiten wieder ein des Gesagten. Also erstmal das Letzte von dir, Dylan. Ich stimme dir völlig zu, dass man extrem tolerant sein müsste mit allen Inkonsequenzen, Konsumsüchten, Ausnahmen, was auch immer, was da ein Mensch praktiziert. Deshalb habe ich in Schenker-Bewegung gesagt, es ist gut, wenn wir eine Kerngruppe haben, die nicht hundertprozentig, aber grundsätzlich die Umsetzung der Ideale schafft oder das für sich beansprucht. Und wenn wir dann den Verbündetenkreis haben, wo die kleinste Schwelle aufgebaut wird, um in einer Richtung mitzumachen. Und das bedeutet, die müssen gar nichts praktisch machen, die müssen nur eben über die Richtung mitzudenken und zu sprechen bereit sein. Und wie man unter denkenden Menschen oder denkenden Tieren eine Richtung hinbekommen soll, wenn es nicht möglich ist, darüber zu reden und zu sprechen, da denke ich, ist dann wirklich die Grenze erreicht, von wo ab man sagen muss, das ergibt eine andere Richtung oder eine Fehlrichtung. Also deshalb sind die Verbündeten so definiert, es reicht eben, egal was sie da für Widersprüchlichkeiten, Ausnahmen und so weiter haben, wenn man mit ihnen darüber offen denken und sprechen kann. Dann zu dem, was du gesagt hast, Luis. Natürlich kann es so sein, dass der ÖFF zu unvollkommen ist und dass die Rettung der ganzen Welt gescheitert ist, weil er bei seinem, gemessen am Gesamtbild, allerdings wahrscheinlich relativ kleinen Ausnahmen, dass das sich insgesamt trotzdem genau zu dem Fass aufgebaut hat, wodurch eben endlich entschied, ob das Fass überlaufen kann oder nicht. Das ist durchaus möglich und ich gestehe auch immer zu, dass im Zweifelsfalle vor der Fragestellung, was reicht jetzt hier, um die Welt zu heilen und die Kinder der Zukunft zu retten? Also wenn man die Fragestellung überhaupt an sich heranlässt selber, auch als Maßstab für sich, soll ich tun, was reicht? Soll ich darüber nachdenken, was reicht? Dann ist wahrscheinlich alles zu wenig und eben auch die grundsätzliche Einhaltung der Ideale kann zu wenig sein. Und es kann sein, dass das i-Tüpfelchen, was dann fehlt, bei jemandem, der das grundsätzlich praktiziert, dass das ausschlaggebend war, warum das Ganze schief geht. Aber, also wir sind wieder bei der Verhältnismäßigkeit, das ändert überhaupt nichts daran, dass, ich bringe es auf den entscheidenden Punkt, dass derjenige, der jetzt zum Beispiel auf mich schaut und feststellt, ja, da gibt es noch Haare in der Suppe, er wird mit dem Haar in der Suppe nicht begründen können, warum er gar keine Suppe hat oder warum er die Suppe völlig versalzt. Das ist der entscheidende Punkt nämlich. Also man kann gerne, dazu lade ich ja auch ein, bei mir gucken, wo bin ich noch viel zu unvollkommen. Und man rennt da bei mir offene Türen ein. Ich sage ja selber immer den Gandhi-Spruch,
Wenn ein Mensch vollkommen wäre, könnte die Welt um ihn herum ja nicht unvollkommen bleiben. Also ist man nicht vollkommen genug, wenn die Welt um einen herum nicht geheilt und nicht gerettet wird. Überhaupt gar keine Frage. Und kann ich ohne weiteres mit leben, den Maßstab so zu formulieren. Aber jeder, der auf mich schaut, wird es ganz schwer haben, auch wenn er jetzt kommt und zählt die Biere oder so, er wird es ganz schwer haben, daraus ein Argument zu machen, eben aus den Haaren in der Suppe, warum er selber eben weniger macht, statt mehr zu machen. Das, glaube ich, wird kaum möglich sein. Da zitiere ich ja oft den Jesus-Spruch auch zu. Der hat mal gesagt zu seinen Kritikern, Leute, Leute, ihr kommt mit einem Blick ohne Verhältnismäßigkeit. Ihr siebt Mücken aus und ihr schluckt Kamele. Und dieser Blick für Verhältnismäßigkeit, der ist das, der da den entscheidenden Unterschied macht. Und sehr hilfreich ist es dafür, sich einen äußeren Beobachter vorzustellen. Oder eben, also ich werde das später noch genauer sagen, mit den drei Gründen, warum es nicht möglich ist, so diesem Relativismus zu frönen. Aber jetzt schon sei gesagt, man kann sich ja als äußere Beobachter mal die Kinder der Zukunft oder einen Marsmensch oder den Mr. Spock, den Vulkanier vorstellen. Und dass der auf das schaut, was hier läuft. Und was der sagen wird, wenn er sich den Öff-Öff anguckt und dessen Konsequenzen und wenn er sich die Konsequenzen der anderen anschaut. Und die Kinder der Zukunft werden die Frage stellen, habt ihr genug für uns getan? Habt ihr selber euch denn sagen können, dass ihr genug getan habt? Habt ihr es überhaupt gewollt? Habt ihr überhaupt den Maßstab für euch vorgehalten, genug dafür zu tun, dass wir überleben können? Und ich glaube, die Kinder der Zukunft werden sagen, ja, da sind die Haare der Suppe auch beim Öff-Öff. Vielleicht hat es sogar nicht gereicht, um uns zu retten. Aber damit können wir weit eher leben als Kritiker, als wenn wir auf das drumherum gucken, was da alles passiert und wie Leute es sich vielleicht sogar noch leicht gemacht haben, mit dem Besuchen nach den Haaren in der Suppe oder mit dem Hinterherrennen hinter den esoterischen Illusionen, wo ich übrigens Dylans kritischen Blick und die wissenschaftliche Geringwertigkeit, die er aussagt, teile, wenngleich ich mir immer offen halte, ich weiß trotzdem nicht, ob es nicht auch richtig sein könnte, weil es gibt tausend Dinge zwischen Himmel und Erde, die Schulweisheit nicht beurteilen kann. Aber es ergibt nie ein Argument, nach dem Unwahrscheinlicheren und Unlogischeren zu gehen, wenn man sich fragt, was ist die eigene Sinn- und Verantwortungsaufgabe in der Welt. Okay, das war es für diesmal. Nächstes Mal die anderen Punkte. Okay, danke. Ja, also die Kinder der Zukunft. Das sehe ich genauso. Allerdings denke ich auch, wenn die Kinder der Zukunft sich hineinversetzen in die Willkürsuchten, denen wir Armen alle ausgesetzt sind, werden sie sehen, ja klar, sie selber hätten wahrscheinlich genauso krass verkackt oder vielleicht noch krasser. Sie wären dann halt irgendwo einortbar zwischen einem Superreichen und Öffi und eventuell hätten sie ein Haar weniger als Öffi in der Suppe, aber vielleicht ein Kamel mehr. Naja. Dylan, ich bin ja überrascht. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du gesagt hast, du kannst nicht glauben, dass zum Beispiel dieser Versuch mit dem Mähroboter und mit dem gefrorenen Wasser, dass das nach wissenschaftlichen Standards stattgefunden hat. Ich verstehe dich so, du tust das rundum als Lüge ab. Da würde ich sagen, wir beide können nicht beurteilen, ob das passiert ist oder nicht. Aber wenn du das ausschließt, bin ich erstaunt. Das scheint mir kein wissenschaftlicher Ansatz. Könnte man ja mal genauer nachforschen. Und nur weil, wie du beschrieben hast, durch das positive Denken bei irgendwelchen Leuten, die das zu einseitig einsetzen, irgendwelche Kritikfähigkeit möglicherweise verloren geht und sie betrogen werden. Ich denke natürlich, also zum Beispiel, wenn ich mir die Mühe mache, drüber nachzudenken, was ich dankbar bin, und das ist halt alles, weil nicht selbstverständlich ist, aber wenn ich das alles aufzähle, die Erde ist so und so weit von der Sonne weg und dadurch verbrennt nichts und dadurch erfriert nichts und dann gibt's den Sauerstoff und trotz der ganzen Luftverschmutzung kann ich noch atmen und so weiter, da kann ich wahrscheinlich bis zum Rest meines Lebens überlegen, für was ich dankbar bin und dann heule ich fast vor Glück. Das hat eine ganz andere, dann habe ich wahrscheinlich eine ganz andere Schwingung oder wirke ganz anders auf jemanden, als wenn ich halt einfach drüber nachdenke, was irgendwelche Mafiabanden mit der Erde machen oder was auch immer. Und insofern haben natürlich Gedanken eine Auswirkung, die sich wahrscheinlich, je feiner Messinstrumente werden, halt je feiner nachvollziehen lassen. Das mit dem Alkohol, also ich habe auch Verständnis für jeden, für den Kinderschänder, für den Massenmörder, für den Süchtigen von diesem und jenem Stoff.
Aber trotzdem finde ich, also erstmal ist es neu zu hören, Dylan, dass du manchmal der Alkohol blasst. Und finde ich dann irgendwie, hätte ich cooler gefunden, wenn du das gleich gesagt hättest, weil ich habe dich mal so verstanden, du bist ja der Erleuchtete, einer der wenigen. Und du hast quasi nur die Esssucht und alle anderen Süchte hast du überwunden. Ja. Das mit dem Alkohol ist auch die absolute Ausnahme, ne? Freut mich. ja, jedenfalls, also ich habe Verständnis für jedes Suchtverhalten und sich dann aber dabei zu denken, ach, das ist gut, weil dadurch verdränge ich die Leiden des Kapitalismus. So würde ich das nicht sehen, aber ich denke halt, jede Droge bietet einem halt Zugang zu Welten, die der nüchterne Weg nicht bietet, und gleichzeitig verschließt sie einem Zugang zu Sachen, die der nüchterne Weg bietet. Okay, damit habe ich tatsächlich meine Stichpunkte abgearbeitet und gebe weiter. Ja, also also auch mit dem Alkohol, dass du das ansprichst. Ja, aus meiner Sicht vergeudest du einfach wertvolle Lebenszeit für diese Haare in der Suppe-Thematik. Ich gönne dir all deine Haare in der Suppe. Du solltest alle Haare in der Suppe gönnen. Es gibt keinen Sinn im Universum darin, dass man sich mit maximaler Askese wirklich, dass man es schafft, sozusagen perfekt dem Ideal zu entsprechen. Denn wir waren uns doch einig, dass es sogar sein könnte, dass wenn wir alle perfekt sind, dass trotzdem der Kapitalismus stärker ist als alles andere und einfach so weitermacht und dass wir gar keine Chance haben. Und deswegen, Luis, vergeude doch nicht eine Sekunde wertvoller Zeit mit solchen Überlegungen, ob es jetzt schlimm ist. Nehmen wir mal an, wo ist für dich das Problem, wenn ich jetzt sagen würde, ich trinke aber jede Woche einmal Alkohol, dann wäre das doch genauso zu akzeptieren. Und ich habe den Eindruck, du rechtfertigst deine Inaktivität da mit diesem Blick auf die anderen oder auf das Haar in der Suppe. Das hat ja auch öff schon angedeutet. Und das ist ein Irrweg, ja. Also, und du brauchst dich auch gar nicht zu rechtfertigen, sondern mach doch wie du denkst. Aber wenn du was Gutes tun willst, dann mach was Richtiges. Nämlich, und dann nochmal zu diesem Gandhi-Spruch, wenn ich es richtig gehört habe, dass ein vollkommener Mensch alles lösen würde, das halte ich für ein Gerücht, dass ich halte auch diese Idee der kritischen Masse für völlig falsch, so und so viel Prozent der Menschen, wenn die meditieren würden, dann würde und so weiter. Völliger Quatsch. Entweder ganz konkret eine neue Partei entsteht, ganz konkrete Menschen finden sich oder es finden sich nicht, oder eine ganz konkrete Kommune entsteht, in der Menschen es schaffen, wirklich ganz vorbildhaft glücklich zu sein und damit einen Boom auslösen, einen Run auslösen auf diese Art von Kommunen, oder es geschieht nicht und alles andere ist irrelevant, ja, und nur darauf konzentrieren. Und dann noch mal kurz dazu, die deine Leuchtgläubigkeit, Luis, dass du solchen Betrügern und Selbsttäuschern oder gar Fremdtäuschern sozusagen so leicht auf den Leim gehst, sozusagen aus meiner Sicht, das ist, weil wir genetisch, der Mensch ist das vertrauensseligste Lebewesen der Erde. Er ist leichtgläubig durch und durch und suggestibel durch und durch, weil wir alle genetisch stammen aus einer Vergangenheit, in der absolut im Bonobo-Schenker-Kommunismus kann man jedem Artgenossen hundertprozentig vertrauen bezüglich seiner Wahrhaftigkeit, weil die Männer alle denken, sie könnten der Vater jedes Kindes sein, sind sie absolut wahrheitsorientiert gegenüber allen Kindern und gegenüber den Frauen sind sie absolut wahrheitsgetreu, weil sie mit allen in Liebe sind. Und dadurch, also sozusagen, wenn der Mann gegenüber der Frau nicht absolut wahrheitsorientiert würde das Kind ja schädigen, weil es die Mutter schädigen würde, würde es sein eigenes Kind schädigen. Und damit ist es genetisch unmöglich. Also war quasi im urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus wirklich alles Wahrheit. Es gab praktisch keine Unwahrheit.
in dieser Situation. Und da haben wir diese genetische Vertrauensseligkeit und Leichtgläubigkeit gegenüber unseren Artgenossen entwickelt, die Esoteriker gnadenlos ausnutzen, bei dir offensichtlich mit Erfolg, Louis. Und nochmal meine Anregung, du vergeudest da nur Lebenszeit für, aus meiner Sicht, Betrugssysteme. Und überleg mal, wenn du ein Buch, jemals ein esoterisches Buch gekauft hast, du hast einige Bücher erwähnt, genau darum ging es, dich abzuzocken, diese sinnlosen Bücher zu kaufen und dich zum Konsumieren dieser Bücher zu bringen. Genau darum ging es, dich da an dieser Stelle zu betrügen, und du bist einfach Opfer davon geworden. Und ich muss es nochmal sagen, weil wir ja in der Runde sind, dass wir gegenseitig ansprechen, was für Irrtümer da sind. Ich glaube, dass ihr beide aus meiner Sicht noch Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer, der Nahrungssparten im Kopf habt, nämlich, dass ihr beide noch durchmanipuliert seid im Bereich der Unterdrückung der Sexualität und der Körperlichkeit, dass ihr da beide noch ziemlich durchmanipuliert seid durch die vorteilbringenden Irrtümer der Nahrungssparte, die die Sexualität unterdrückt, damit wir mehr essen und trinken, ja. Und ich finde es toll, wie frei trotz seiner theologischen und damit körperfeindlichen Sozialisation immerhin schon geworden ist. Aber ich denke, da ist noch mehr möglich. Und vielleicht ist auch bei Anke noch mehr möglich, ne? Und dann eben, ja, das Weitere sage ich dann in der nächsten Runde. Der Nächste, bitte. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Bei mir ist der Bildschirm ein bisschen gewandt. Ja. Ich kann mich hören. Super. Okay. Dann danke ich den Vorrednern. Erstmal zu dir, dem Letzten. Also du hast, glaube ich, zu wenig Ahnung, also wie körperfreundlich und sexual- und lustfreundlich meine einer und die anderen eingestellt sind. Also die Bonobos hätten, glaube ich, schon eine ziemliche große Freude an uns. Und das freut mich zu hören. Ja, genau. Und auch Jesus, ne? Also wenn du dir Jesus anschaust, ich muss mal eben sagen, hier noch, wenn du dir Jesus anschaust, der war nämlich auch so für seine Zeit unglaublich zärtlichkeitsoffen. Also der größte Skandal war, dass da irgendwo mal eine Dirne bei ihm ankam, also Prostituierte, und er ließ sich da von ihr die Füße einsalben. Ich habe die Bibel gelesen, ich weiß das. Jesus war eigentlich ein Bonobo. Siehst du, genau. Also sind wir einig, die Theologie und die Religion muss da nicht da in dieser Hinsicht dagegen stehen, sondern die kann auch positiv. Das Hohelied der Liebe, Gott gönnte König Salomon 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Das ist ein bisschen haremsmäßig. Wenn er das den Frauen genauso gönnt, dann ist es Bonobo. Richtig, richtig. Wenn es gleichberechtigt wäre, wäre es Bonobo. Okay, aber das dazu, gut, dann haben wir das geklärt. Da sind wir also nicht jetzt irgendwie in einer falschen Vorgabe. Dann... Also ich glaube auch, ne, dass du hast recht, Willen. Ich glaube, wenn man das kritisch prüfen würde, ob jetzt mit dem Wasser und den anderen Dingen, dann glaube ich, dass das eben wissenschaftlich auch nicht Bestand hätte, derartige Theorie, ihre Schlussfolgerungen schon gar nicht. Aber ich brauche das gar nicht. Also ich lasse mich jetzt nicht drauf ein oder sage jetzt nicht, ich gehe jetzt hin und mache Gegenexperimente dazu oder wissenschaftliche Recherchen dazu, weil ich fest der Überzeugung bin, man wird nie eine Rechtfertigung finden aus solchen, jetzt wie du es nennst, Hokuspokus-Geschichten, die grundlegendsten Einsichten der psychologischen und sozialen Wissenschaft, auch der Moralwissenschaft auszuhebeln, was sie vom Menschen hier jetzt an verantwortlichem Verhalten erwarten. Man kann nicht sagen, guck mal, was das Wasser da für tolle Botschaften bringt. Ich muss jetzt hier nicht mehr nach dem Post-Conventional Level die Folgen meines Verhaltens hier aufs Ganze berücksichtigen. Und ich kann mir das lockerer gehen lassen. Glaube ich, also wie gesagt, wir tasten uns ja hier von verschiedenen Seiten an solche Themen ran, aber ich glaube, das ist haarsträubend, sich vorzustellen, dass das eine rationale oder wissenschaftliche Argumentation ergeben könnte. Kann es aus meiner Sicht mit Sicherheit nicht. Und ich werde ja später da noch ein paar wissenschaftliche Punkte nennen, eben gerade zum Thema der Diskursethik auch. Aber jetzt nochmal zurück. Also bei mir im Hintergrund gab es eine Stimme, die meinte, ist das nicht erschreckend unverhältnismäßig, wie der Louis da jetzt versucht, sich an dem Bier hochzuziehen? Also meine Einschätzung, die habe ich auch dir schon gesagt, Louis, das sind Abwehrreaktionen eben dieser Suchtentzugsphase. Und diese Suchtentzugsphase, wenn du ehrlich in dich reinschaust, da spürst du ja auch,
die hat eine ganz gefährliche Entweder-Oder-Dynamik. Also man könnte ja sagen, gut, man überlegt gemeinsam, wie viel tut man jetzt zur Rettung der Welt? Rettung der Welt finden alle gut. Wie viel tut man dafür? Und da guckt man, wie kann man sich gegenseitig Vorbild sein? Und das nimmt man als Anregung, um sich gegenseitig voranzubringen in der Konsequenz. Aber die Willkürsucht, die in uns und den Menschen der Gesellschaft so stark eingeprägt ist, die versucht dann eine Entweder-Oder-Entscheidung herbeizuführen. Mit irgendwelchen Gründen oder irgendwelchen Vorbehalten und Problemen, die man vielleicht auch aufbauscht, eine Situation herbeizuführen, wo man vor der Frage steht oder sich vor die Frage stellen kann, muss ich mich überhaupt in so einen Entwicklungssog reinbegeben? Oder kann ich nicht einfach sagen, ist doch alles gut? Und ich gehe hin und ich lasse es insgesamt sein. Ich habe ja bestimmte Bedürfnisse, die sind auch schon okay, die lebe ich einfach aus. Und diese anderen Dimensionen, die müssen ja nicht unbedingt sein oder jedenfalls müssen sie mich nicht bedrücken. Und dann kann man sagen, ich mache einen ganzen Tag Glücksspiel, ich mache einen ganzen Tag Schach oder was weiß ich, es macht mir Freude. Und dass es mir Freude macht, ist doch auch was, wo die Schöpfung sozusagen das vorsieht, dass es eben meine Lebensweise ist, ich bin vielleicht eben so gemacht und so weiter. Aber das ist reine Suchtlogik. Das hat eben nichts zu tun mit Verantwortungsreife, wenn man selbst auch darüber nachdenkt oder in die Psychologie schaut, wie gesagt, post-conventional level. Meine Zeit ist über, beim nächsten Mal gehe ich dann doch auf diese 3 Punkte ein. Ah, nee, vorher sage ich noch was zum Kant'schen Pflichtbegriff. Und ab wann wäre ein Mensch nicht mehr korrupt? Oder was ist das Ideal der Nicht-Korruptheit? Das bringe ich im nächsten Beitrag. Ich gebe weiter. Ja, also ich würde eher dazu tendieren, dass wir abbrechen oder dass ich mal kurz mir Wasser holen kann und so ein paar Sachen. Ja, Sekunde, ich kann gerne Stopp drücken. Sekunde, ich drücke die Aufnahmemaschine auf Stopp. Danke. Ja, also auf eine Art gönne ich jedem seinen Rausch oder seine Sucht oder was auch immer. Und gleichzeitig, ja, bevorzuge ich es, wenn die Menschen keine bewusstseinsverändernden Substanzen nehmen, und wenn ja Leute mir ihre Süchte schildern und dann manche nicht aufzählen, bevorzuge ich halt, wenn sie es tun, nur das zum Verständnis. Aber ich habe auch, keine Ahnung, Verständnis dafür, wenn jemand das nicht aufgezählt hat, weil es so selten ist. Oder ich habe auch Verständnis jemand dafür, wenn er sich schämt oder was auch immer. Da ist, also ich habe kein Problem damit, wie Leute sind, aber wenn meine Wahrnehmung von Leuten auf eine bestimmte Art ist und die Leute lassen nicht mit sich darüber reden, was ich für eine Wahrnehmung von ihnen habe, oder dann wird es unangenehm oder so, kriegerisch oder sonst was, das finde ich anstrengend. Also ich kann alles verzeihen, aber ich möchte gern meine Beobachtungen lückenlos ansprechen können. Und habe halt dann die Hoffnung, dass über genau genuges Reden wir beide zu ausreichender Übereinstimmung der Beobachtungen finden. Ich denke nicht, dass es irgendwie Zeitvergeudung ist, dass ich irgendwelche Haare in der Suppe wahrnehme und darüber mit Leuten sprechen will. Und wenn jemand mit mir darüber nicht sprechen will, ja, finden wir bestimmt einen Weg der Distanzierung. Aus meiner Sicht ist die wahre menschliche Begegnungsqualität, wenn man über alles sprechen kann. Und ich bin neugierig, Dylan, wie du so sagst, du siehst keinen Sinn in der Askese. Ist ja ein legitimer Punkt. Wie wird es anders sehen? Wie wird es nicht legitim finden? Aber es ist ein möglicher Punkt, eine mögliche Sichtweise. Und das passt nicht so richtig zu deinen weltverbesserischen Bestrebungen, scheint mir. Da bin ich neugierig, wie beide Sichtweisen zusammenpassen. Dann weiß ich nicht, ob ich meine eigene Inaktivität oder meine mangelnde Konsequenz rechtfertige dadurch, dass ich Haare in der Suppe bei anderen thematisiere. Aus meiner Sicht ist das Teil meines Erkenntnisprozesses und die Art und Weise, wie Leute sich auf meine Themenbedürfnisse einlassen, ist, zeigt mir, wie viel ich ihnen vertrauen kann oder nicht. Und wenn jemand sich auf alles einlassen kann und ehrlich ist dabei und nicht sich auf den Schlitz getreten fühlt und hysterisch und angriffslustig wird und so weiter, dann steigt mein Vertrauen. Aber ich höre das, was ihr sagt,
und ich schätze, zwangsläufig werde ich drüber nachdenken, vielleicht werde ich davon profitieren, vielleicht werde ich euch irgendwann eine andere Sichtweise hindingsen. Dann bin ich überrascht, dass du sagst, dass die kritische Masse Quatsch ist. Und dann, also ich meine, das mit der Leichtgläubigkeit, wenn man aufgeschlossen prüft, wird man, glaube ich, halt feststellen, wo dann zu viel Leichtgläubigkeit war und wo zu wenig. Und ich verstehe dich nach wie vor so und Öffi dich auch. Du bist da ein bisschen abgeschwächter als Dylan, dass ihr quasi die Behauptung von Menschen, dass sie wissenschaftlich relevante Experimente durchgeführt haben, ich verstehe euch so, dass ihr das anzweifelt. Kann man ja gut machen, aber man sollte halt immerhin die Möglichkeit sehen, dass es auch überzeugende Experimente ist. Okay, danke, ich gebe weiter. Ja, wir sind ja heute bei dem Thema, wo meine ich, dass bei euch vorteilbringende Irrtümer sehr stark sind. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass beim Öff, wir haben das ja gesehen, dass sich das erledigt hat mit dem vorteilbringenden Irrtum der Körperfeindlichkeit, sich offensichtlich erledigt hat. Sozusagen die etwas aus meiner Sicht etwas zu große Überschätzung der geistigen Orgasmen im Gegensatz zum körperlichen Lebenszeiten sozusagen, da sehe ich immer noch gewisse vorteilbringende Irrtümer da noch sozusagen. Und beim Louis, bei dir, für mich hast du heute nochmal mit vielem, was du heute gesagt hast, nochmal ganz klar offenbart, dass du aus meiner Sicht immer noch vollständig durchmanipuliert bist durch den Kapitalismus in deinem Kopf. Lauter, ich kann die vorteilbringenden Irrtümer nicht so konkret jetzt der Nahrungssparte oder den Sozialsparten oder der und der Sparte zuordnen, sondern ich kann es jetzt erstmal nur sagen, dass es sich um allgemeine vorteilbringende Irrtümer aus meiner Sicht handelt, die einfach nur Kapitalismus erhaltend sind, einfach. Aus meiner Sicht hast du ganz viele Denkmechanismen, die eigentlich nur eins bewirken, dass du den Kapitalismus nicht ausreichend, möglichst nicht angreifst. Ja, indem du mit diesen esoterischen Dingen sozusagen lässt du dich abzocken, einmal von der Esoterik-Sparte, da sind es ganz konkret die vorteilbringenden Irrtümer des Geschäftsmodells Esoterik, die da in deinem Kopf sind, dass du dich da von diesen nicht nur hast abzocken lassen aus meiner Sicht, sondern also finanziell auch hast abzocken lassen und zum Opfer geworden bist, sondern eben, dass du dich dadurch auch ablenken lässt, davon den Kapitalismus wirklich durch eine erfolgreiche Kommune zu beenden sozusagen, dass du auch hier im Gespräch viel zu viel Zeit für reine Ablenkungsdinge aufwendest, wie gesagt, diese sinnlose Diskussion über wie viel Askese darf der Öff haben und wie viel nicht und so weiter, ja, das ist alles aus meiner Sicht, alles reine Ablenkungsthemen, ich will es mal positiv formulieren, konzentriere dich doch auf Gespräche mit neuen Menschen, die ganz eventuell vielleicht auch für deine Kommune in Frage kommen, und diese macht diese Gespräche nach Möglichkeit immer sofort mit Begleitung des Dreamteams Öff und Dylan. Und dann besteht eine etwas größere Chance, dass daraus ein Kommunenmitglied wird. Ne? Auch wenn ich Erfolg hätte mit meiner ganzen politischen Sache, wäre es völlig sinnlos. Ja, auch das Leben ist ja sinnlos und auch das Leben im Kapitalismus ist ja doppelt sinnlos, denn eigentlich, wenn die Menschheit überlebt, wird eigentlich jeden Tag das Leid, die Summe des Leides eigentlich nur immer größer. Ich gehe davon aus, dass im Kapitalismus jedes Menschenleben aus mehr Leid als aus Glück besteht. Also wäre eigentlich der Selbstmord der Menschheit eigentlich sinnvoll. Also wenn ich vernünftig wäre, würde ich eigentlich sagen, ich bringe mich um. Und wenn ich vernünftig wäre, würde ich sagen, die Menschheit soll sich am besten auch gleich umbringen. Denn alles, was sie im Kapitalismus erlebt, ist so viel Leid, dass es völliger Quatsch ist, ein so sinnloses Geschehen wie das Leben weiterzuführen, obwohl es in der Summe mehr Leid als Glück bringt. Also das ist einfach irrational. Also entweder wir schaffen es eben jetzt, den Kapitalismus mal irgendwann schnellstmöglich zu beenden. Und ich mache es übrigens nur, ich habe zwei Gründe, warum ich überhaupt noch weiterlebe,
warum ich nicht. Die rationale Lösung des Selbstmordes tue, ist einfach, ich bin auch so eitel und ich möchte noch den Erfolg miterleben, wenn wir dann den Kapitalismus überwinden und ich bin dann der große Star, zu dem die Bonobo-Frauen gerne ins Bettchen hüpfen, weil sie mit dem großen Star mal wieder gerne ein Kind zeugen wollen. Ja? Das ist purer Egoismus, aber auch eigentlich quatschig, ja, denn die Chance, den Kapitalismus zu überwinden, scheint doch sehr gering. Und das Zweite ist, dass ich einfach nur neugierig bin, da bin ich wieder bei Öff, das ist die Geisteslust. Ich möchte einfach wissen, ob wir es vielleicht doch schaffen. Und wenn ich mich jetzt umbringen würde, könnte ich nicht mehr erfahren, ob wir es nicht vielleicht doch hätten schaffen können, das Unmögliche, den Kapitalismus zu überwinden. Weil vielleicht der Louis eine funktionierende, die erste funktionierende echte Kommune der Menschheit hinkriegt. Ne? Ja, also insofern gebe ich weiter. Also Louis, nochmal abschließend, wie gesagt, konzentriere dich auf Gespräche mit neuen Menschen und hol, wann immer du möglich ist, sofort von der ersten Sekunde an das Dreamteam mit dazu. Und wenn ÖFF keine Zeit hat, habe ich vielleicht Zeit und leg die Termine so, dass wir das gleich mit Online und mit Telco zu mehreren machen können. Und dann besteht vielleicht eine größere Chance, dass da mal wirklich ein bleibender Erfolg aus neuen Kommunenpersonen werden könnte. Und dann vielleicht der Kapitalismus seinen Niedergang erleiden muss. Ich gebe weiter. Ja, ich danke meinen Vorrednern. Und wie ihr das seht, das mache ich ja eigentlich immer so, dass ich erstmal danke. Also ich bestätige erstmal, was der Louis als Maßstab der offenen Kommunikation oder freien Argumentekultur genannt hat, dass man über alles reden kann und dass man das prüft nach Argumenten und dass es so ist. Also ich denke, dass ich auf jeden Fall sagen kann, mir kann man über alles offen reden und ich reagiere nicht hysterisch oder... Halt, stopp. Ja, wir fahren los. Gut, ich setze nochmal an. Also ich danke wieder meinen Vorrednern und wie ihr wisst, ich danke da immer. Also ich glaube, dass wenn wir den Blick auf das, was schön und erfüllend sein kann, was dankenswert sein kann im Leben, das Leben und die Liebe und auch das Gute hat durchaus so viel Gestalt in der Welt, dass wir da Grund haben können, ja, zu gucken, ob der Weg der Erfüllung oder wie wir den Weg der Erfüllung bestmöglich gehen können. Und wenn wir die große Hoffnung aufbringen als Abschlussziel unserer Vernunftseelenentwicklung, dann können wir auch an einen Gott glauben als dem letzten Sinn, der alles umfasst und alles harmonisieren kann, auch wenn uns die Mathematikaufgaben noch so unlösbar im Moment erscheinen. Und ich wollte Louis eben recht geben mit dem Grundanspruch der freien Argumentekultur. Ich glaube aber, dass wir das hochgradig hier praktizieren. Also jedenfalls meine Meinung, mit mir kann man über alles offen reden, Argumente bezogen. Und ich glaube, dass man auf jeden Fall sagen kann, man wird bei mir wenig feststellen, dass ich hysterisch oder polemisch oder sonst wie aus dieser Schiene ausbreche, so dass das eben da zu widersprüchlich würde. Ja, also insofern, der Anspruch ist auf jeden Fall ein ganz grundlegender. Freie Argumentekultur, entweder wir schaffen die oder wir werden bei all den Einzelthemen auch nicht wirklich grünes Land finden. Aber so betrachtet, also ich kann auch nicht erkennen, Louis, dass du jetzt also mit dem Haar in der Suppe, also jetzt dem Bier irgendwas Neues erkannt hast, weil da habe ich schon immer nicht gesagt, ich trinke keinen Alkohol, sondern ich habe immer gesagt, ich war noch nie im Leben betrunken. Also ich wüsste nicht, dass irgendjemand da sagen kann, er hat was anderes gehört oder da wäre eine Widersprüchlichkeit der Aussagen gegeben. Bezogen. Was? Das war auf Dylan bezogen. Okay, alles klar. Und ansonsten ist es so, dass ich das ja eben seit Beginn von Schenker-Bewegung mit dieser Hundertprozentigkeit und Grundsätzlichkeit erklärt habe und gesagt habe, ich bin bereit zu sehen, dass das eben vielleicht nicht reicht bei mir, mit den kleinen Ausnahmen auch, oder redlichen Kompromissen. Und dass da ich eben auch diesen Grad an Heiligkeit, Vollkommenheit, Reinheit, Konsequenz vielleicht nicht habe, den man bräuchte, um es zu retten. Das kann durchaus sein. Aber wer auf mich schaut, denke ich, wird keinen Grund finden, für sich weniger zu tun. Also um es so zu sagen. Also um die eigene Suppe nicht kraftvoll anzurühren und da so viel wie möglich draus zu machen. Also das mal zu all diesen Dingen. Da übrigens gleich auch, Dylan,
wenn der Gandhi den Spruch so gesagt hat, wenn ein Mensch vollkommen ist, kann die Welt um ihn herum nicht unvollkommen bleiben. Das heißt nicht, dass das auch wieder eine Hokuspokus-Variante wäre, sondern das kann man sich ja durchaus so vorstellen, dass der vollkommene Mensch die anderen so flasht sofort mit seiner geistigen Klarheit und Kraft, dass sie sich dann zusammentun, die Parteien bilden, die reformerischen, die Kommunen bilden und so, ne? Und dass das wie ein Schneeballsystem so zack, 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 zack da geht. Und auf die Art und Weise. Ich erlebe halt nur immer das Gegenteil. Je erleuchteter, erleuchtungsnäher ein Mensch ist, desto negativer ist die Reaktion der anderen Menschen darauf. Ja, in der Tat. Und das ist alles ja auch, das sind alles reale Erfahrungen, die wir so wahrnehmen können. Aber trotzdem, wir können das eben von den verschiedenen Seiten aus betrachten. Und dann hat Gandhi etwas gesagt, was man auch völlig rational und kausal denkend, also jetzt für den Weg, wie die Welt geheilt werden kann, sich vorstellen könnte. Ne? Und leider habe ich diese Flash-Wirkung noch nicht, obwohl ich sagen kann, fast alle Leute, die in Schenker-Bewegung zusammengekommen sind, also in 30 Jahren immerhin 2 bis 3 Handvoll Menschen, mehr oder weniger mit Planungs- und Handlungsfähigkeit, ich wüsste nichts Vergleichbares und die habe ich überwiegend als Motor halt zusammengeführt. Und da bin ich schon sehr glücklich drüber, obwohl es natürlich alles nicht reichen kann und die echte Vollkommenheit oder die höchste Vollkommenheit bestimmt noch ganz anders aussieht und anders wirken würde. Aber damit sage ich als Abschluss zumindest mal, damit ich das Thema schon mal unterbringe, bevor ich dann danach zu diesen 3 angekündigten Faktoren komme, die den Relativismus entlarven können. Aber erstmal jetzt, was macht den Menschen, also nur als Ideal gesprochen, was macht den Menschen eigentlich unbestechlich? Und das hat zu tun mit diesem geistigen Orgasmus und dem die geistige Orientierung, die Freude am Geist, am Sinn, an der Vernunftseele zum Allesbestimmenden zu machen. Das hat aus meiner Sicht Kant mit seiner Pflichtethik sehr deutlich beschrieben. Der hat nämlich gesagt, die wahre ethische Gesinnung und die ethische Festigkeit eines Menschen zeigt sich daran, dass das Tun des Richtigen nicht mehr abhängig gemacht wird von der Befriedigung irgendwelcher Neigungen. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, ist uns auch sofort klar. Natürlich, das wäre die Unbestechlichkeit. Wenn ein Mensch in sich denkt, was ist für alle verantwortlich, aufs Ganze, ich komme da bei der Diskursethik noch zu, dass dieser Maßstab wirklich ganz wichtig ist. Also was wäre für alle gut, was ist so sinnvoll gedacht fürs Ganze? Und dann hängt es von nichts ab. Also weder, ob er Sex bekommt, weder, ob er Spaß hat, irgendwelche anderen Art im Leben, ob seine Eitelkeit befriedigt wird, was auch immer. Die reine Einsicht, was ist das sinnvoll und moralisch Richtige, genügt in sich, dass der Mensch dem folgt. Wir wissen, gäbe es diesen Menschen oder gäbe es diese Art von Motivation in ihm, er wäre der Unbestechliche. Okay, damit gebe ich erstmal weiter. Dankeschön. Also, einen Haufen von den esoterischen Büchern habe ich mir ausgeliehen oder hatten sich andere Leute gekauft. Und jetzt ist ja die Frage, ob diese Relativierung manchen Menschen Leid lindert, ob die Relativierung dazu führt, dass die Leute zu träge sind und dadurch zu wenig Leid lindern. Das wäre eine interessante Frage, um vielleicht abschätzen zu können, ob die Esoterik Sinn macht oder nicht. Und Dylan und eventuell Öffi, je nachdem, wie weit das auf dich zutrifft. Also du hast mir jetzt meine Manipuliertheit quasi mich darauf hingewiesen, wo ich manipuliert sein könnte. Wahrscheinlich findest du auch noch viel mehr, wenn du genauer guckst. Aber also ich bin tatsächlich überrascht, dass du sagst, dass du das ausschließt, dass diese Experimente stimmen können. Also das ist für mich völlig unwissenschaftlich. Und auf die Schnelle erkläre ich mir das dadurch, dass du, weil du halt Betrügereien gesehen hast oder glaubst gesehen zu haben, also der Rüdiger Dahlke, habe ich ja schon mal gesagt, hat formuliert, das ist wie wenn man von der Existenz von Falschgeld ableitet, dass jedes Geld Falschgeld ist. Und ja, da nehme ich an, dass du irgendwie, dass du Angst hast, dass dein wissenschaftliches Weltbild, was dir gewisse Sicherheiten bietet,
dass du dann irgendwelche Sicherheiten verlierst. Ich bin erstaunt, weil ja mir geht's nicht so. Ich freue mich über je mehr Möglichkeiten es gibt. Und du scheinst da Angst zu haben. Und also ich habe das jetzt schon verstanden, dass du dich und Öffi als das Dreamteam siehst. Und ich bin ein bisschen immer verblüfft, dass du das jedes Mal wieder neu aufzählst. Aber so wie ich dich kenne, wirst du es weitermachen. Aber ein Vorschlag wäre, dass du sowas nicht machst. Und ich wiederhole es immer wieder, weil es offensichtlich noch nicht ankommt. Naja, aber wenn ich jetzt jedes Mal wiederhole, was ich denke, wie verblüfft ich bin, dass du diese wissenschaftlichen Sachen ausschließt, ich meine, dann könnte das ist hilfreich, weil ich deswegen gleich drauf eingehen werde. Gut, jedenfalls, ich denke, es ist manchmal sinnvoll, was zu wiederholen, weil es nicht registriert wurde. Und dann gibt es die Möglichkeit, zu viel zu wiederholen. Und damit, also ich meine, du könntest es ja jetzt auch nur noch wiederholen, nichts anderes mehr sagen. Das wäre eine sehr offensichtliche Übertreibung. Und wenn ich dir sage, mir reicht, und es reicht mir schon seit diversen Wiederholungen, ja, das wäre vielleicht insgesamt eine Art, wie du mit Leuten ja, sie weniger verblüffst, aber ist eine Empfehlung, du wirst es schon machen. Ich gebe weiter. Ja, also für mich, das ist interessant, das heutige Gespräch hat sich für mich jetzt ganz klar gezeigt, dass ihr beide aus meiner Sicht noch beide Opfer des zentralen kapitalistischen vorteilbringenden Irrtums des Kapitalismus an sich voll seid, nämlich bringe, also quasi, und dieser vorteilbringende Irrtum, diese vorteilbringenden Irrtümer, die bringen die Menschen zur Zeitvergeudung und aufgrund der Zeitvergeudung haben sie nicht mehr genügend Zeit übrig, den Kapitalismus zu beenden. Und so funktioniert der Kapitalismus unendlich weiter. Ja? Denn ihr befindet euch, ja heute habt ihr euch beide aus meiner Sicht befunden in einem völlig sinnlosen Pflichten- und Askese-Wettbewerb, den ich auch damals in meinem Buch wirklich gesagt, ein für alle Mal gesagt habe, das ist abzulehnen. Es gibt keinen Sinn in der Askese, es gibt keinen Sinn in der Idee, dass der Mensch irgendwelche Pflichten hätte. Ja, das ist dafür habe ich, sehe ich keine wissenschaftliche Grundlage. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, eigentlich wäre das Rationalste der Selbstmord der Menschheit. Es gibt da keine Pflicht, das Leben zu erhalten und so weiter. Wie gesagt, das, wobei man natürlich dann sagen kann, da es für mich kein vorteilbringender Irrtum ist, dass es Gott gibt, sondern dass das aus meiner Sicht Realität ist, dann habe ich gegenüber Gott Pflichten. Ja, das kann ich dann nachvollziehen, kann aber trotzdem noch anregen, das vielleicht mal eventuell als einen Irrtum zu betrachten. Ja? Aber aus meiner Sicht gibt es weder, ist es nur Zeitvergeudung, der Kapitalismus leitet uns an, uns in Askese-Wettbewerbe und Pflichtenwettbewerbe zu begeben. Und in Wirklichkeit ist das reine Zeitvergeudung, die den Kapitalismus erhält. Weil in der Zeit, in der wir über Pflichten oder Askese reden, können wir nicht an der Veränderung arbeiten. Und jetzt nochmal, Luis, zu deinem entscheidenden Punkt eben, ja. Ich erkläre dir mal, warum das so ist, warum ich darauf nicht reagiere. Wenn ich mich von jedem Betrüger dazu treiben lassen würde, sozusagen wissenschaftliche Studien über die absurdesten Dinge zu machen, ja, dann würde ich ja wieder auf den vorteilbringenden Zentralirrtum des Kapitalismus reinfallen, nämlich treibe die Menschen zur Zeitvergeudung. Dann würde ich nämlich lauter wissenschaftliche Untersuchungen machen von Sachen, von Betrügern. Dazu kann ich dir sagen, Luis, da gibt es eine hilfreiche Sache, die ich noch nicht gesagt habe und die du noch nicht weißt. Wenn man sich einmal auf die moderne Naturwissenschaft einlässt und ein ausreichend, wirklich ausreichend fundierte Kenntnisse der Physik und der Chemie hat und dann aber alle Energie hundertprozentig auf die Biologie konzentriert und wenn man sich da so ein paar Jahrzehnte gründlich einarbeitet, anstatt sich seine Zeit zu vergeuden mit esoterischen, ich sag's mal ganz hart, Quatschbüchern, dann
entsteht so etwas wie eine völlige Geschlossenheit eines naturwissenschaftlichen Weltbildes, das, wie Dawkins zu Recht gesagt hat, nicht nur total beglückend ist, sondern wirklich alles erklärt und alles, auch alle Prognosen, alles erklärt und alles, alles klar macht sozusagen. Und wenn man einmal dieses naturwissenschaftliche Weltbild ein paar Jahrzehnte studiert hat, ja, dann ist das so rund, dass man also schon von vornherein weiß, welche wissenschaftlichen Studien wirklich nur Zeitvergeudung wären, weil sie absolut entweder Selbsttäuschung oder Betrug sein müssen. Und das kann ich dir natürlich jetzt nicht abnehmen, ja, weil dadurch, dass dir diese Jahrzehnte des Einarbeitens in die moderne Biologie fehlen, hast du dieses Geschlossenheitserlebnis nicht. Und aus diesem Geschlossenheitserlebnis der Wunderschönheit des naturwissenschaftlichen Gesamtweltbildes hast du auch nicht diese Sicherheit, dass du sagst, ja, ach ja, wenn dann Esoteriker da irgendwas schreibt und behauptet, dann weißt du, dass es sich noch nicht mal lohnen würde, auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, darüber eine wissenschaftliche Studie ernsthaft zu machen. Ja? Auf der anderen Seite ist es natürlich einerseits theoretisch richtig zu sagen, man muss doch alles, aber wie gesagt, wenn wir alles, was Spinner behaupten, wissenschaftlich untersuchen würden, dann kämen wir zu nichts anderem mehr, als genau das zu tun. Und dann wären wir völlig gelähmt und könnten den Kapitalismus nie überwinden und beenden. Und deswegen ist das auch wieder völlig unverhältnismäßig. Aber wie gesagt, ich gebe zu, du hast diese Erfahrung, die Dawkins und ich haben, nämlich dieses wunderschöne, alles erklärende Gesamtweltbild, die hast du natürlich nicht. Und das unterscheidet uns natürlich. Ne? Aber da kann ich dich nur um Verständnis bitten für mich mit diesem wunderschönen, geschlossenen, alles erklärenden Weltbild. Ist es für mich halt absurd, mein ganzes Leben damit zu vergeuden, Studien über Spinnerbehauptungen zu machen, die sich am Ende alle, bin ich ganz sicher, alle ausnahmslos als Betrug herausstellen werden. Selbstbetrug oder Fremdbetrug. Und ja, wie gesagt, verstehst du, dass ich da keine Verhältnismäßigkeit sehe? Das ist so ähnlich wie vorhin mit der Askese. Da sehe ich auch keine Verhältnismäßigkeit. Und jetzt auf mich von jedem Betrüger treiben zu lassen, seinen Betrug nachweisen zu müssen, dass es ein Betrug ist, das würde uns die gesamte Wissenschaft sofort auf Eis legen, weil wir uns dann nur noch damit beschäftigen müssten. Ist das verständlich? Ich gebe weiter. Ja, ich danke wieder meinen Vorrednern. Und ich sag mal so, zu dem Thema jetzt mit dem Wissen, der wissenschaftlichen Qualität, da hatte ich schon gesagt, sogar wenn ich das offen lasse, ob da was wissenschaftlich Prüfbares dran sein kann, also ich vermute mehr auch den Hokuspokus oder die Pseudowissenschaft, aber auch wenn da was dran sein könnte, mit Sicherheit ist es nicht geeignet, die besten bisherigen Ergebnisse des psychologischen und sozialen Wissenschaften auszuhebeln, wie Post-Conventional Level und so weiter. Und damit darf es nicht ausgespielt werden gegen relevanteres Wissen oder relevanteres wissenschaftliches Wissen. Oder wenn man es macht, ist man damit nicht wissenschaftlich oder wissenschaftlich konsequent oder authentisch. Es wird auch kein Wissenschaftler machen wollen, bin ich ziemlich sicher. Aber damit komme ich zum Punkt mit der Askese. Also nicht, dass du mich falsch verstehst, Dylan. Also ich berufe mich da nicht auf irgendeine Religion oder sowas, sondern auf wissenschaftliche Erkenntnis auch da. Ich könnte ansetzen jetzt dabei, dass die Bonobos ja auch, wie du öfters betont, ein Leistungsprinzip haben. Also nicht alles nur so selbstverständlich und gleich verteilt würde, so wie du es wahrnimmst. Sondern die in Anführungszeichen Pflicht der Menschen gesehen wird, ordentlich Früchte zu bringen und sie dafür besonders belohnt werden, andere weniger. Genau, ist aber weniger ein Pflichtprinzip als ein Leistungsprinzip. Naja, die Erfüllung der Leistung ist die Voraussetzung für eine entsprechende Belohnung und für die Fortpflanzung und damit für das höchste Prinzip oder Motiv, dem die Tiere da folgen. Aber ich gehe weiter.
Der Gedanke der Askese heißt in der Psychologie Gratifikationsretardation, also ein Begriff dafür, nämlich inwiefern können wir einen unmittelbaren Kick oder eine unmittelbare Belohnung unterordnen unter langfristigere Zielsetzungen und Planungen. Das Marshmallows-Experiment. Ja, wie gerade hin, genau, zum Marshmallow-Experiment, wo man schon bei Kindern, kleinsten Kindern eben diese Experimente gemacht hat. Wie ist es, wenn man die Bonbons gibt und die werden gleich runtergeschlungen oder das Kind hebt Bonbons auch auf, um damit andere Ziele, sie mit den Freunden zu teilen und dadurch auch sich da also mehr sozialen Hintergrund zu verschaffen und. Und es ist durchaus so, dass man feststellen kann, ich meine, schon der gesunde Menschenverstand sagt es einem jeden sofort, wenn ich nicht gleich alles verprasse, sondern ich bin in der Lage zu langfristigeren Sinnplanungen, zum ökonomischen auch, zum Wirtschaften, macht es mich erfolgreicher. Es macht mich handlungsfähiger und erfolgsfähiger. Und auch für die eigene innere Entwicklung. Jeder weiß, dass wenn man sich treiben lässt und lässt sich gehen, kommt auch für die Persönlichkeitsentwicklung und alles weniger raus. Das heißt, das ist eine spannende Frage. Es gibt ja jetzt moderne Wissenschaftler, die die Motivation des Menschen auch erforschen. Und die vertreten tatsächlich andere Standpunkte. So nach dem Motto, alles, was man einem Menschen abverlangt oder mit ihm macht, was nicht unmittelbaren Spaß als Leitmotiv hat, wäre so, als würde man den Menschen Gewalt antun. Dahinter steht ein heute von manchen Wissenschaftlern angenommenes Menschenbild, dass der Mensch wirklich nur so funktioniert mit den unmittelbaren oberflächlichen Belohnungseffekten. Also dass man tatsächlich ziemlich wenig anfangen kann mit der Erwartung, dass der Mensch auch durch langfristigere Sinn- und Moralplanungen steuerbar wäre oder sich selbst steuern könnte. Was hinführt bis zu diesen sogenannten Nudging-Theorien, von denen ich weiß, dass auch die bundesdeutsche Regierung, also gespeist aus ihrem wissenschaftlichen Beirat, sehr stark in solchen Mustern denkt. Und das sind natürlich die Muster des Dressur- und erziehungsbedürftigen Menschen, weil er aus sich heraus keine langfristigere Steuerung aufbringen kann. Das ist ein Menschenbild, was eine Basis darstellt für diese verheerende derzeitige politische Entwicklung, eben hinzukommen dann zum möglichst perfektionierten Dressurstaat beziehungsweise zur digitalen Diktatur. Ja, also das sind spannende Themen, aber wie gesagt, rein auf wissenschaftlicher Basis bin ich der Auffassung, dass diese Dinge gründlich der Erforschung bedürfen und dass schon tatsächlich es in sich diese unmittelbare Überzeugungskraft hat, dass ein Mensch, der erkennt, etwas ist vom Sinn und von der Moral her richtig, durch nichts bestechlich wäre, sondern aus der Einsicht heraus mit aller Power und kostet es ihnen das Leben, in der Lage wäre, danach zu handeln. Es ist der Inbegriff der Unbestechlichkeit. So, und damit noch kurz, aber jetzt, weil ich denke, also zumindest von meiner Seite aus, wir sind wieder so intensiv, die Leser werden vor Überanstrengung wahrscheinlich schon, die Zuschauer vor Überanstrengung bestimmt schon vom Stuhl gefallen sein. Insofern sollten wir gucken, zum Ende zu kommen. Aber ich will kurz diese drei Faktoren noch benennen, wie jemand von Lewis seine Relativismusneigung überwinden kann oder widerlegen kann. Und das ist zum einen die Diskursethik. Also wer will, kann da nachschauen, ne, kann es googeln, Wikipedia. Es gibt da die Wissenschaftler Habermas, Apel und so weiter, die eben genau geschaut haben, was wäre ein herrschaftsfreier wissenschaftlicher Diskurs, welche Evidenz könnte der haben, also was ist wie überzeugend und wodurch wird es überzeugend. Und das sind eben zwei Kernprinzipien, das Diskursprinzip und das Universalismus oder Universalisierungsprinzip. Gemeint ist, wissenschaftlich ist schon mal das nicht, was sich nicht diskutierbar macht, also was sich dogmatisiert und nicht bereit ist, sich in Frage zu stellen, also freie Argumentekultur. In meinen Begriffen jetzt ausgedrückt. Aber dann kommt hinzu, und das trifft sich mit dem, was auch Kant eben schon gesagt hat, eine Einsicht oder eine These ist dann besonders überzeugend, wenn sie nicht nur in einem Splitteraspekt als richtig betrachtet werden kann, sondern wenn sie verallgemeinerbar ist. Das heißt, eine soziale oder ethische Norm ist dann von besonderer Qualität, wenn sie nicht nur für ein paar Leute auf Kosten aller anderen funktioniert, sondern wenn sie Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung sein kann oder tu das, handel deinen Nächsten wie dich selbst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Diskursethik nennt es so, ein Argument wird dann überzeugend, wenn alle Menschen, die man sich vorstellt, auch die Menschen der Zukunft,
unter den Umständen, dass sie frei sind, also nicht unter Druck gezwungen oder erpresst oder sonst wie, und dass sie vollständig informiert sind, einem Argument dann zustimmen würden. Also jetzt mal ganz kurz gefasst, kann man genauer fassen. Aber wer sich damit beschäftigt, der kriegt schon einen Blick dafür, was Kriterien sein können für die Gültigkeit oder Wertigkeit von Argumenten. Und er kann sehen, dass dann diese ganzen Relativierungsstrategien oder Theorien wenig Qualität aufweisen. So, dann das Zweite ist, da verweise ich auf Joanna Macy und andere Theoretiker auch der Tiefenpsychologie. Wir können das Mitleid für die Tiere, die wir verletzen und töten, das Mitleid für die armen Kinder am anderen Ende der Welt oder für die Kinder der Zukunft, das ist bei uns normalerweise unterbelichtet oder unterentwickelt, sodass es nicht ausreicht, um uns da so zu motivieren. Also zumindest ist es ein Riesenproblem. Dem können wir aber entgegenwirken durch Empathieübungen, durch verallgemeinernde oder sich weitende Empathieübungen. In den Konferenzen des Lebens zum Beispiel nehmen Leute die Identität eines Tieres an, was gerade von Ausrottung bedroht ist. Oder eben halt könnte man auch machen mit den Kindern der Zukunft. Und durch solche Empathieübungen kann man es sich eklig machen, dass man merkt innerlich, ich bin auf einem anderen Trip und ich versuche mich weniger handlungsbereit zu machen, als es möglich wäre. Also man spürt, dass es nicht schön ist, wenn man in so eine Richtung geht, statt in die Richtung umso mehr zu tun. Und das Letzte ist eben noch die innere Widersprüchlichkeit. Also wenn man auf sich achtet, also jemand, der für Extinction Rebellion ist und das, was da jetzt sagt, jetzt ist aber Schluss, jetzt geht es ums Überleben der Menschheit, jetzt müssen wir das Nötige dafür umstellen und ändern, der wird keine Theorie dann toll finden, die die Handlungsbereitschaft und Handlungsfähigkeit runter reduziert. Und das passt auch von den Ansprüchen her dann nicht zusammen. Und insofern alle drei solche Faktoren werden dazu führen, wenn man sie anwendet, also auch du, Luis, sie konsequent oder immer mehr anwendet, dass sie den Relativismus aushebeln und in der Luft zerfetzen. Alles klar, ich gebe weiter. Ja, da bin ich ja neugierig, ob deine Prognose zutrifft. Ich finde, analog könnte man sagen, jemand, der für freie Argumentekultur ist und für sich alle möglichen Perspektiven anschauen, der wird dann nicht irgendeine Perspektive als nicht betrachtenswert nehmen. Ich greife mal kurz an, es geht nicht um nicht betrachtenswert, es geht um Bewertung, ob sie gültig ist, wie richtig sie ist. Ja, das wollte ich gerade ein bisschen holpriger formulieren, dass du das wahrscheinlich entgegen wirst. Ja, und Willen, also du argumentierst auf eine Art, die kann man machen. Man kann das jetzt natürlich, wenn du dir vorstellst, der sogenannte Südamerikaner würde sagen, ja, wenn man sich jetzt auf eine gewisse Art mit dem Christentum und den sieben Sinnen und sonst was beschäftigt, dann kommt man auf ein geschlossenes Weltbild und es macht so viel Sinn und es ist so toll erlebbar. Dann ist es irgendwie, wenn man sich dann auf gewisse Wissenschaftler einlässt, unter die du dann von ihm gezählt würdest, das ist dann von vornherein Quatsch. Und gleichzeitig stimme ich dir auch zu, angenommen die Welt würde... Da fehlt nur eine Winzigkeit, die du jetzt auch gleich noch ansprechen solltest, nämlich dass die Religionen überall in der Welt immer für Leid und für Krieg und für Elend und Hexenverbrennungen und Religionskriege und so weiter gefragt haben, während die moderne Naturwissenschaft noch nicht einmal auf der Welt angewandt wurde, weil sie noch völlig neu ist. Ja gut, jedenfalls die Wissenschaft, die angewandt wird, die macht Sachen besser und Sachen schlechter und insgesamt wirkt apokalyptisch. Wie gesagt, das ist noch nicht der neueste Stand der Naturwissenschaft, den gibt es erst seit 1980 und der wurde noch nie angewandt. Alles klar. Naja, gleichzeitig sehe ich das auch so, wenn die Welt jetzt nur noch aus unvernünftigen Gesprächspartnern bestehen würde, hätte man nicht genug Energie, um das Ideal, das sich auf alle Sichtweisen einlassen, praktizieren zu können, weil halt man überschwemmt würde von überflüssigen, schädlichen Sichtweisen. Und so muss halt jeder nach seinem Gefühl navigieren und sich dann damit wohlfühlen. Und wenn er dann noch aufgeschlossen ist und sein Wohlfühllevel vergleicht mit den anderen und immer aufgeschlossen bleibt, ja.
Ja, ich schaue mal auf meinen Stichwortzettel. Also ich freue mich auch, wenn wir dann aufhören. Ich würde vorschlagen, ja, dass der Dylan noch was sagt und dann machen wir Dingbums. Machen wir Tschüss. Ja, also aus meiner Sicht macht dich einfach deine Definition von betrügerischen Sachen unaufgeschlossen, aber das habe ich ja schon gesagt. Aber ja, ich hoffe, dass du es immerhin bedenkst. Und ich glaube, Einstein oder halt, ja, also ich habe es so verstanden. Ja, ideal wäre wirklich, wenn wir alle Zeit der Welt hätten und wirklich jede dieser Behauptungen wissenschaftlich widerlegen könnten. Aber wir haben diese alle Zeit der Welt leider nicht. Deswegen könnten wir als Kompromiss zugeben, dass es theoretisch alles sein könnte. Und dass wir, ja, ich meine, was würde... Natürlich könnte jede Lüge auch eine Wahrheit sein, richtig. Ja. Und natürlich würdest du dich ganz besonders fühlen, wenn du feststellen würdest, dein geschlossenes Weltbild hat hier auf einmal eine Spiralendingsbums und jetzt geht's in die nächste Ebene und du lernst doch noch unendlich dazu. Ja. Na gut, ich gebe mal an dich. Ja, aber du könntest eben das, was du eben gesagt hast, eben genauso auch verstehen darin, dass das genau der Trick ist, mit dem die Esoterik sich als unwiderlegbar, nämlich unfalsifizierbar hinstellt, nämlich weil sozusagen, ja, wie kannst du es wagen, auszuschließen, dass das völlig Unmögliche wirklich nicht doch möglich ist? Ja, mit diesem Argument, das ist ein Totschlagargument, mit dem man sich unfalsifizierbar macht, ja. Denn es reicht ja, aus meiner Sicht reicht es, man hat schon einzelne Studien gemacht, wo man einzelne esoterische Behauptungen untersucht hat und sie haben sich alle als Betrug oder als Selbsttäuschung oder was auch immer erwiesen. Und das reicht. Damit ist das Ganze falsifiziert. Und man muss nicht noch sagen, nur weil es jetzt noch Millionen Varianten der Lügen gibt, muss ich die auch noch alle einzeln falsifizieren. Ja, das ist einfach, aber ich gebe einfach zu, ich glaube, ich habe keine Chance gegen den Kapitalismus im Kopf. Luis, ich muss so ein bisschen revidieren, trotz aller Sympathien, meine Aussage, dass du schon ziemlich nahe der Erleuchtung bist. Heute hast du nochmal, interessantes Gespräch, nochmal ganz deutlich gemacht, dass du doch noch aus meiner Sicht sehr, sehr weit von der Erleuchtung entfernt bist, weil du eben aus meiner Sicht noch ein unheimlich stark den Kapitalismus im Kopf hast. Unheimlich stark, also etliche vorteilbringende Irrtümer noch glaubst und dich treiben lässt von denen und von denen deine Zeit vergeuden lässt und da im Moment deine Lebenszeit, also vergeudest quasi mit dem, was der Kapitalismus mit dir macht und nicht du machst, sondern der Kapitalismus in deinem Kopf mit dir machst. Aber da bin ich wahrscheinlich, das muss ich auch akzeptieren, genauso chancenlos wie bei den Leuten, die gerade im Forum sind, dem werde ich auch schreiben, dass ich mich aus diesem jeweiligen Diskussionsfäden rausziehe, weil da kann ich nur noch schütteln. Also Leute, die so durchmanipuliert sind, da habe ich, glaube ich, nie eine Chance. Was soll ich da schreiben? Wie lange soll ich da schreiben und trotzdem keine einzige Sekunde gegen den Kapitalismus ankommen? Vielleicht ist der Kapitalismus einfach stärker als wir alle, denn der dockt ja an etwas an. Er dockt nämlich an unserer Vertrauensseligkeit an. Er nutzt eigentlich, der Kapitalismus benutzt mit seinen vorteilbringenden Irrtümern die Vertrauensseligkeit und die Tendenz der Menschen einfach sozusagen dem großen, auch den größten Schenkern der Bonobos ein bisschen hinterher zu laufen. Und deswegen haben wir einfach gegen diese milliardenschwere Informationsmacht mit Milliarden Geldern ständig jeden Tag kapitalistische Propaganda in die Köpfe und vorteilbringende Irrtümer in die Köpfe der Leute reinzupumpen, haben wir vielleicht überhaupt keine Chance und hatten sie vielleicht auch nie. Ja, und wir fantasieren und träumen jetzt nur, wir würden das Unmögliche schaffen können und können es aber gar nicht, weil wir noch nicht mal aus dem Luis seine vorteilbringenden Irrtümer mit der Esoterik und so weiter rauskriegen werden. Und genauso werde ich im Forum vielleicht bei niemandem da auch irgendwas rauskriegen, weil der Kapitalismus einfach stärker als wir alle ist.
ja, und einfach eine Endhaltestelle der Menschheit ist und eine Sackgasse ist, die jetzt einfach Leiden ohne Ende bedeutet, weswegen der Selbstmord der Menschheit eigentlich das einzig Rationale wäre. Ne? Aber wie gesagt, ich bin nicht rational, ich bin neugierig, ich will wissen, ob es nicht vielleicht doch klappt. Ne? Also und dann noch letzter Satz hier. Luis, ich glaube, dass dich dieser Kapitalismus im Kopf einfach, und deswegen sage ich es leider zum tausendsten Mal, weil es nicht bei dir ankommen kann, weil der Kapitalismus im Kopf in dir erscheint mir aus meiner Sicht, das ist natürlich eine rein subjektive Sicht, so immens stark, dass an dich gar nicht dieser Gedanke rankommen kann, dich wirklich mal auf die richtige Kommunenaufbauarbeit zu konzentrieren. Anstatt eben mit solchen, aber das kann ich jetzt tausendmal sagen, der Kapitalismus im Kopf bei dir meldet sich, er dominiert und er sagt, nö, interessiert mich doch trotzdem nicht, ich bleib bei meinen Welten, bei meinen inneren Welten, ja. Und ich empfinde einfach, also vielleicht ist der Kapitalismus ganz einfach in den Köpfen unschlagbar. Und wir alle haben keine Chance. Also es gab mal so ein Bücher von Psychotherapeuten, die geschrieben haben, diese Illusion, wir könnten auch nur einen Menschen, auch nur einen Millimeter verändern, ist vielleicht völlig absurd. Der Einzige, der uns verändert, ist der Kapitalismus und der sagt, wo es lang geht in unserem Leben. Und dabei bleibt's, egal was wir versuchen. Ja? Also damit kann ich aber leben, muss ich leben, denn ich mache mir jeden Tag klar, dass es nur ein Spiel von mir ist, zu versuchen, gegen den Kapitalismus anzukommen. Vielleicht ist das ein Spiel, das nie gewonnen werden kann von niemandem auf der Welt. Ja? Aber ich mache es trotzdem. Insofern bin ich auch bereit, jetzt langsam in die Schlussrunden uns einleiten zu lassen. Ich gebe so lange weiter, bis niemand mehr was zu sagen hat. Ne? Der Nächste, bitte. Ja, danke schön den Vorrednern. Ich muss allerdings erstmal sagen, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen fließend übergegangen zu dir, Dylan. Ich weiß nicht, ob der Luis sich jetzt schon vollständig in seiner Zeit oder seinem Redebeitrag zum Ende gekommen betrachtet. Da will ich nochmal nachhaken bei Luis. Er hatte am Schluss, glaube ich, weitergegeben. Ganz zum Schluss. Danke, ich glaube auch, ich habe weitergegeben. Ja, hatte ich. Okay, habe ich schon drauf geachtet. Habe ich schon drauf geachtet. Ausgezeichnet. Gut, dann macht ihr mir meine Arbeit als Moderator leicht. Ja, und dann danke ich meinen Vorrednern. Und Dylan, wenn du die Nase zu sehr voll hast da im Forum, sag den Leuten, sie sollen da nicht enttäuscht aus dem Forum rausgehen. Es dauert etwas länger immer, bis der alte Öff kommt. Aber der kommt mit seiner seelsorglichen, unendlichen Geduld. Ja, denn ich werde mich da aus dem einen oder anderen rausziehen, weil ich habe da null Hoffnung bei manchen Personen. Genau. Und dass du dich nicht umbringst, zeigt aber, Dylan, was für eine Kraft die Geistesebene, ne, die Vernunft. Die Lust der Neugier und des geistigen Orgasmus, vielleicht doch noch irgendwas verändern zu können und so weiter. Das ist schon auch eine Lustquelle, ja. Ne, genau. Und ich denke, es ist, wenn wir genau hinschauen, auch was sind wir denn nach wissenschaftlicher Definition, müsste es eigentlich das Wesentliche sein an Motivation von uns. Wobei ich dir natürlich auch zustimme, also ich nehme die Ergebnisse der Entwicklungspsychologie auch völlig ernst. Die Menschheit wird dominiert von den ersten beiden Stufen der Entwicklung zur Persönlichkeits- und Verantwortungsreife, der Bedürfnisrechnerei. Weil wir eben auch sehr stark Körper sind, ja. Genau. Der unmittelbaren Bedürfnissplitterei und Rechnerei und dem Conventional Level, dem blinden Hinterherrennen hinter Autoritäten und Spielregeln. Ja. Und unsere Hoffnung würde sich der Verantwortungslogik nach auf das Post-Conventional Level stützen, was aber auch nach den Ergebnissen, den empirischen Ergebnissen der Entwicklungspsychologie bei so gut wie keinem Menschen vorhanden ist. Also können wir uns unsere Erfolgsaussichten tatsächlich ziemlich an den Fingern abrechnen. Trotzdem, es ist der logisch einzige Weg in die Verantwortlichkeit und deshalb, wenn jemand da aus seiner Vernunftseele gespeist ist, wird er sagen, das machen wir. Wir hoffen auch gegen die Wahrscheinlichkeit und arbeiten auch gegen die Wahrscheinlichkeit, weil es ist rational, wenn ein Wert entsprechend hoch ist, auch gegen die Wahrscheinlichkeit dafür zu arbeiten. Wie der Volksmund schon sagt, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. So gibt es als rationale Abwägung immer diese Abwägung zwischen der Erreichbarkeit und dem Wert.
Und wenn es bezüglich Wert um die Würde der Vernunftseele in mir und um die Verantwortungsethik und Verantwortungsreife der ganzen Menschheit geht, dann kann das eigentlich gar nicht unwahrscheinlich genug werden, um sich nicht mit ganzer Kraft darum zu bemühen. Meine Skepsis gegenüber den esoterischen Theorien habe ich schon des Öfteren ausgeführt, wobei ich gesagt habe, ich brauche das nicht als Argument, ich brauche sie auch gar nicht widerlegen, weil die stärkeren Argumente auch der Wissenschaft sind eindeutig, eben gerade die Frage, was bedeutet Verantwortung und Verantwortungsreife, das könnte gegen alle Wundergeschichten reichen, um auf jeden Fall seine Sinn- und Moralkonsequenz nicht dadurch beeinträchtigen zu lassen. Man kann vielleicht jetzt als Appetithäppchen, also für mich könnte das jetzt der Abschlussbeitrag sein. Ich umarme euch jedenfalls auch schon mal durchs Telefon, auch alle Zuschauer und Zuschauerinnen und so, alle mit, die möchten. Und als Leckerli für eine Fortsetzung des Gesprächs, wir könnten tatsächlich genauer noch danach schauen, was da wissenschaftliche Kriterien sind und wie das ist mit der Verifikation oder Falsifikation auch von solchen esoterischen Theorien. Ihr wisst, ich verstehe mich diesbezüglich als kritischen Rationalisten, auch im Sinne von Popper, also für das Falsifikationsprinzip statt eines vollständig denkbaren Verifikationsprinzips. Und man könnte da schöne Geschichten bringen. Also ich sage als Appetithäppchen eben schon für die nächste Sendung, die wir dazu vielleicht machen. In der amerikanischen Sprachphilosophie, das ist stärker als jetzt hier in der deutschen Sprachphilosophie, eine Vermischung auch von Philosophie und Sprachphilosophie, gibt es bei der Beurteilung oder der Analyse, was macht eine Aussage gültig oder inhaltsreich, gibt es eine tolle Geschichte, das ist das sogenannte Gärtnergleichnis. Und das passt gut zu dem, wo wir da gelandet sind jetzt hier in unserem Gespräch. Das könnte man beim nächsten Mal so an den Anfang stellen, um dann zu schauen, inwiefern gibt es da Tricks, etwas als noch immer gültige, sinnvolle oder gar wissenschaftliche Aussage hinzustellen, was sich immer mehr den wissenschaftlichen Kriterien entzieht und zu einem Wundermärchen oder sowas wird. Alles klar, also ihr seid schon umarmt, ne? Wenn jetzt nicht noch was kommt, wo ich noch was zu sagen muss. Also das ist ein tolles Gespräch, das musst du unbedingt online machen. Und da mir den Link auch noch schicken gleich, dass man damit arbeiten kann, ist ein tolles Gespräch. Immer bei uns, bei YouTube, bei Next Scientists for Future, immer unter den neuesten Videos gucken und dann findet man es sofort automatisch. Super. Du musst vielleicht bei den Titeln, also die Titel sehen alle so ein bisschen gleich aus und die Deckblätter oder so, vielleicht bei den Titeln immer so das, was spezifisch ist in der jeweiligen Sendung, noch ein bisschen stärker betonen. Ja, aber dann verliert man oft ganz viele Zuschauer, weil es ist quasi so, dass die Zuschauer wirklich nur auf bestimmte Schlüsselnamen reagieren, leider. Ja, also das ist leider so, dass man, wenn man wirklich das reinschreibt, was in der Sendung nur in der Sendung war, kriegst du nur 3-4 Zuschauer oder 5. Ne? Hm, könnte sein, aber vielleicht kann man es trotzdem noch so ein bisschen unterscheidungsfähiger dazu bringen. Aber ja. Das ist so eine Randidee vom alten Öff. Ansonsten, das ist eine super Sendung. Aber allein an der Länge von heute kannst du schon wieder erkennen, dass es das sein muss. An der Zeit. Ja, genau. Genau. Und also ich lade alle ein, natürlich auch, gerade auch zur Kritik. Lasst uns gegenseitig falsifizieren oder uns auf die Irrtümer und Fehler und Inkonsequenzen hinweisen. Dank an Louis, dass er sich da Mühe gibt. Ne? Und alle anderen sind auch herzlich eingeladen. Also bei mir ist zu gucken, ist da eine Suppe, geht es um Haare in der Suppe oder ist da gar keine Suppe oder ist sie völlig versalzen? Und welche Konsequenzen hat das für den Umgang mit der eigenen Suppenherstellung? Also lade ich herzlich zu ein. Wir müssen uns persönlich mit einbringen in die Entwicklung, nicht nur irgendwelche. Und was ist Zeitvergeudung? Das ist meine Anregung. Immer diese Frage mitzudenken. Womit vergeuden wir, womit erhalten wir den Kapitalismus durch Zeitvergeudung? Kommt mit dazu, genau. Und die Feministen hatten recht, als sie seinerzeit sagten, das Persönliche ist das Politische. Wir müssen einstehen mit unserer Person, unserer Lebensweise für unsere Überzeugungen. Ansonsten ist das nur leere Theorie. Also dafür möchte ich schon stehen mit meinem Leben und lade alle ein. Einerseits drauf zu schauen, es zu prüfen und es selbst vielleicht auch so für sich zum Wahlspruch zu machen. Und ich lade auch alle ein, in die Kommune zu kommen, denn wir können eine totale Glückskommune hinkriegen, wenn wir wirklich immer das Dreamteam auch mit einsetzen. Ja, genau. Alles klar, ne? Seid umarmt. Luis, willst du noch was sagen? Luis?
Danke, macht's gut. Alles klar, haben wir eine gute Sendung gemacht. Bis zum nächsten Mal, bis Samstag spätestens. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.